Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht vom 18. Juli 2020. Heute wieder eine weitere Ausgabe meiner Gesprächsreihe auf ein Glas Wein mit und dieses Mal darf ich Nils Hohnheit in meiner Sendung begrüßen. Wer die letzte Sendung, die dritte Sondersendung mit der Online-Weinverkostung des Rieslings gehört hat, dem wird der Name vielleicht jetzt bekannt vorkommen. Es handelt sich nämlich genau um den Winzer, der den Wein der letzten Sondersendung von vor 3 Wochen kreiert hat. Ja, und Nils Hohnheit ist eben ein sehr ambitionierter Jungwinzer. Ich habe es leider verpasst, den Begriff mit ihm dann noch zu besprechen, wie es ihm mit diesem Etikett, sag ich mal, geht. Er verwendet es ja zum Teil ja auch selber auf seiner Homepage. Dazu kam es dann aber nicht. Jedenfalls ist Nils noch in den Mitte seiner 20er Jahre. Ein sehr profunder und ambitionierter Winzer aus dem kleinen fränkischen Örtchen Alzenau, ganz im Nordwesten von Franken. Ja, mit Nils spreche ich zunächst mal über seinen Werdegang, seine Ausbildungen und wie er zum Winzer gekommen ist und was seine Philosophien in Bezug auf seine Weine und sein Weingut ist. Dann schlagen wir noch eine größere Brücke Richtung Ursprungsbezeichnungen und Überarbeitung des deutschen Weingesetzes. Und am Schluss probieren wir eben wie immer seine Weine aus seinem Sortiment. Er hat mir da freundlicherweise 5 Weine zur Verfügung gestellt. Es geht dann los mit 2x Müller-Thurgau, gefolgt von einem Pinot Blanc, den er als Orange-Wein ausbaut. Und den Abschluss bilden dann seine beiden Regentweine, mit einmal als reduktiv halbtrocken ausgebaut und zum anderen ein anspruchsvollerer Regent aus dem Holzfass. Ich bin sehr froh, Nils und seine Weine für dieses Gespräch gewonnen zu haben, weil sie für mich die perfekte thematische Überleitung des letzten Themas, den Piwi-Rebsorten, den pilzwiderstandsfähigen neuen Rebsorten, hin zu dem nächsten Thema, nämlich Georgien, Ursprung des Weines und Orangeweine. Ich habe mich nämlich nun doch umentschieden. Ich starte jetzt nicht bei der nächsten Episode, die dann am 8.28 rauskommt mit dem neuen Themenblock der deutschsprachigen Weine, sondern ich möchte noch das Thema eben Ursprung des Weines und Orangeweine in die Serie quasi der Grundlagen des Weines noch mit aufnehmen, bevor wir uns dann dezidiert dem Anbaugebiet, dem deutschsprachigen Anbaugebiet von Wein widmen. Soll heißen, in der Episode 29 wird es dann zunächst mal um Georgien, Ursprung des Weines und Orangeweine gehen. Und die Weine werde ich jetzt auch die nächsten Tage in meinen Online-Shop aufnehmen, sodass ihr diese Weine dann wie immer vorzeitig bestellen könnt. Dann wird höchstwahrscheinlich nochmal ein Interview folgen und dann erst im September werden wir uns dann den deutschen Wein. Ja, bevor wir jetzt mit dem Interview starten, was ja wieder ein bisschen länger geworden ist, noch eine kleine Hausmeisterei. Zunächst mal möchte ich euch nochmal auf meinen neuen Online-Weinkurs hinweisen, den ihr unter der gleichnamigen Internetadresse www.online-weinkurs.de finden könnt. Inzwischen habe ich es ja geschafft, 3 weitere Kurse online zu stellen. Damit sind jetzt insgesamt schon 7 Kurse verfügbar. Das entspricht insgesamt bereits 8 Stunden 50 fundiertes, unterhaltsames Videomaterial. Und die letzten 3 neu hinzugekommenen sind eben der Weinfarbe zugeschrieben. Soll heißen, wir besprechen Weißweine, Rotweine und Roséweine. Der 8. Kurs, der als nächstes rauskommt, wird dann ebenfalls sich um Georgien und Orangeweine Naturweine drehen. Also das ist dann die logische Fortsetzung der nächsten Podcast-Episode. Und diese 4 Kurse, wenn sie dann vollständig sind, wird es auch als Bundle geben, sozusagen als Aufbauseminar mit 4 Kursen
zu dem Basisseminar, was ja ebenfalls 4 Kurse umschließt. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon für euer Interesse. Ich habe es ja bisher noch vermieden, groß auf Social Media Werbung zu machen für meine Online-Weinkurse. Die ersten Käufe wurden aber bereits schon getätigt und das Feedback ist auch durchaus positiv. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auf der Seite vielleicht nochmal umschaut, ob für euch auch was dabei ist, beziehungsweise würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr für meine Online-Weinkurse auch Empfehlungen oder Weiterempfehlungen aussprechen könnt. Auf meiner Seite findet ihr, wie gesagt, nicht nur die Kurse an sich, sondern eben auch die zugehörigen Weine. Zu jeder Weinbestellung gibt es das WVLG Genießerset, das aus meinen Bierdeckeln, den Tischset und der Verkostungsnotiz als Formblatt zum Download da kostenlos dazu gibt. Dann sei es schon genug der Hausmeisterei und wir starten mit unserem Interview mit Nils Hohnheit, Jungwinzer aus Alzenau in Franken. Viel Spaß damit! Du fängst okay. An, genau, ja, kein Problem. Hallo, ich bin Nils Hohnheit von dem gleichnamigen Weingut Nils Hohnheit in Alzenau-Hörstein. Wir befinden uns also im nordwestlichen Teil Frankens, das Anbaugebiet Frankens, haben mehr oder weniger knappe 10 Kilometer zur hessisch-bayerischen Landesgrenze. Dementsprechend liegen wir auch etwas östlich gesehen von der Rhein-Main-Metropolregion. Im Großen und Ganzen, zarte oder schon 26 Jahre alt, habe vor gut 10-12 Jahren die Materie Wein und auch die ganze Weinbereitung für mich entdeckt. Bin ja ganz klassisch den Weg über eine normale Winzerausbildung gegangen, eine 3-jährige Winzerausbildung im Aschaffenburger Schloss, also Aschaffenburg, knappe 15 Kilometer ebenfalls von hier. Ist da meine Lehreinheit gewesen, und zwar im Hofgut Hörstein unter dem doch sehr frankenbekannten Kellermeister Herrn Karg, Udo Karg. Habe dort meine 3 Jahre Lehrzeit quasi hinter mich gebracht, durfte dann noch ein weiteres Jahr eben für Praxiserfahrung dort in dem Weingut tätig sein, ehe dann tatsächlich bei mir auch schon die Technikerausbildung anstand. Die Technikerausbildung habe ich dann über 2 Jahre beziehungsweise 4 Semester in Pfalz-Hirchheim getan. Mir gedacht, eben als fränkisches Gewächs, als fränkischer Winzer, da dementsprechend auch die fränkische Schule natürlich nach draußen kundgetragen werden. Und ja, habe dann nach 4 Semestern tatsächlich mit dem Techniker für Weinbau und Önologie eben den Abschluss gemacht. Und dann stand es bei mir auch schon wirklich zur Auswahl, wo führen meine Wege hin? Wo geht mein nächster Schritt weiter? Und da ich sehr heimatverbunden bin und natürlich auch irgendwo in gewissermaßen immer so den Kirchturm sehen muss, habe ich das Glück, mich einfach in meinem Heimatort belassen. Ich hatte wirklich ganz großes Glück gehabt und ein Weingut, auf dem ich seit dann auch schon fast jetzt mittlerweile 10 Jahren tätig bin, die Verantwortung übernehmen zu dürfen. Das Ganze hat, wie gesagt, vor 10 Jahren angefangen, schon während der Lehrzeit mit meinem ersten Weinausbau, wo ich dann die ersten Weinberge dazu gepachtet habe. Man muss dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme, die dem Weinbau mittlerweile völlig fremd ist. Meine Eltern sind zwar beide selbstständig tätig, jeweils auch mit ihren eigenen Geschäften. Das ist wirklich so, dass das eine tatsächlich zum Weinbau passt. Mein Vater ist in der Gastronomie tätig. Meine Mutter ist hier im Ort Friseurmeisterin. Das heißt, völlig 2 verschiedene Sparten, die dem Weinbau komplett fern waren. Wir haben, muss man dazu sagen, oder auch auf eigene Regie, vor gut 3 Generationen den Weinbau noch in der Familie gehabt. Das Ganze war eigentlich mehr oder weniger im Nebenerwerb. Mein Uropa hat eben Wein ausgebaut, zum Teil für den Eigenbedarf. Das war auch eine gewisse Zeit, wo der Wein noch so ein bisschen auch als Tauschmittel galt. Dann in die örtliche Winzergenossenschaft mit eingetreten. Und dann muss man dazu sagen, gab es bei uns in der Familie eigentlich einen sehr großen Vorfall,
so das, ja, das Wohnhaus und auch die dazugehörige Schmiede meines Urgroßvaters gebrannt hat. Somit mussten viele Ländereien, darunter leider auch die Weinberge, dann veräußert werden, um wirklich bei Null wieder anfangen zu können. Und dann hat sich der Weinbau aus unserer Familie verabschiedet. Ich habe über mein Praktikum, was ich wirklich auch noch vor meiner Lehrzeit hier im Ort in dem auch späteren Lehrweingut getätigt habe, die Interesse für den Weinbau entdeckt, habe gemerkt, okay, ist ja irgendwie auch ganz cool zu Hause zu arbeiten im bekannten Umfeld, habe dann auch immer mehr unsere Weinbergslagen und natürlich auch die ganze weinbauliche Geschichte unseres Ortes entdeckt. Man muss da auch dazu sagen, wir haben gut 1000 Jahre Weinbautradition, was ja in Franken oder auch für ein fränkisches Anbaugebiet und auch eine fränkische Weinortschaft doch schon sehr viel ist. Habe dann, wie gesagt, angefangen über Zupacht und Teil auch Zukauf. Da muss man natürlich dazu sagen, sitzt man in so einem örtlichen Friseurgeschäft mit der Mutter auch an der Stelle, wo immer wieder mal die News zusammenkommen und man die Quelle quasi direkt nutzen konnte, um da sich Flächen dazu zu organisieren. Habe dann mit einem knappen Dreiviertel Hektar an Rebfläche in einem befreundeten Weingut Unterschlupf gefunden. Das war ein befreundetes Weingut von meinem Großvater, wo quasi der Kontakt entstand, unweit hier auch meines Elternhauses. Und habe dann eben auf diesem Weingut und auch mit dem Inventar und der gesamten Ausstattung meine Weine ausbauen dürfen. Anfangs mit gut 375 Litern, mit einem ganz klassischen Müller-Thurgau, den wir tatsächlich bis heute auch noch im Sortiment haben. Mhm. Dem haben wir eine eigene Weinlinie sogar gewidmet. Und habe dann auf diesem Weingut eigentlich immer mehr machen dürfen, Verantwortung übernehmen dürfen. Und als dann, wie gesagt, auch die Lehre abgehakt war und tatsächlich auch während dem Studium beziehungsweise des Weinbautechnikers immer wieder doch auch markante Entscheidungspunkte aufkamen, auch in Hinsicht der Betriebsnachfolge da meines Vorgängers, hat dann doch immer wieder auch der ehemalige Inhaber klar und deutlich mir gezeigt, dass es hier auf dem Betrieb auch mit mir weitergehen könnte. Habe dann eigentlich auch sehr schnell angefangen, den Betrieb umzustrukturieren. Man muss dazu sagen, ich habe Weingut übernommen, was einen etwas älteren Kundenstamm hatte, was auch sehr auf die Pfennige geguckt hat. Mein Betriebsvorgänger hat das Weingut eigentlich sehr auf ein auf solides Gerüst gestellt. Man muss dazu sagen, die Literflasche war sehr hoch und auch in einer großen Stückzahl vertreten. Die Weinqualität war dann oftmals eben neben der eigenen auch durch den Zukauf von Weinen quasi gegeben. Und es war natürlich ein Kundenkreis und ein Kundenstamm, mit dem ich ja nicht wirklich alt werden wollte, auch nicht konnte, wenn ich mir den Altersdurchschnitt angeguckt habe und habe dann sehr schnell angefangen, durch ein bisschen provokantere Aktionen. Also das fing irgendwo beim Weinausbau an, dass wir uns dann mal für unser fränkisches Anbaugebiet, wo ja auch fränkisch trocken immer wieder mal eine Rolle spielt, wir uns dazu entschlossen haben, auch mal einen Weißburgunder halbtrocken auszubauen. Wir vielleicht auch etwas provokanter über ein Etikettendesign etwas provoziert haben. Also ganz viele Ansatzpunkte, die mir tatsächlich rausgesucht habe, um auch für Aufsehen zu hatte dann auch im Jahr 2016 großes Glück mit einer sehr klassischen Weinlage und auch mit einem sehr klassischen Wein unseres Hauses, auch unter die etwas besseren Müller-Thurgau-Weine des Jahrgangs 2016 zu bekommen beim internationalen Müller-Thurgau-Preis am Bodensee. Und das hat dann eigentlich so ein bisschen in unserer Region für den Durchbruch gesorgt. Dann auch tatsächlich 2017 schon den ersten Besuch von Übersee aufgrund dieser Auszeichnung beim Müller-Thurgau-Preis. Und so hat sich das Ganze dann eigentlich ein bisschen gemacht, gemausert und weiterentwickelt. Wo kam der Besuch her? Der Besuch kam aus Japan. Eine Delegation sowohl aus Weinbau, Schulleitern, Hotel- und Gastronomiebetrieben, die sich da eben mit der Weinreise nach Deutschland gezielt das Frankenland ausgesucht haben. Und ich denke mal, großer Vorteil, auch Flughafen Frankfurt-Rhein-Main direkt vor unserer Haustür,
war dann so der letzte Abschnitt dieser Weinreise eben hier im nordwestlichsten Teil bei uns in Franken angesetzt. Und man hat sich dann, wie gesagt, auf unserem Weingut quasi getroffen. Es gab dann auch Premiere für mich, direkt so nach der Technikerschule, eine englischsprachige Weinprobe, eine englischsprachige Betriebsrundgang. Genau, und diese Geschäftsbeziehung, die hat auch bis heute noch Bestand. Und das ist, wie gesagt, eigentlich so für mich der allererste Punkt oder auch die allererste Bestätigung gewesen. Man ist so langsam auf dem richtigen Weg. Ja, ich bin ja auch häufiger in Kalifornien unterwegs gewesen. Jetzt liegt die Betonung dank Corona auf der Vergangenheitsform und mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber wenn ich da bei Weingütern eben auch bin, also ich bin sicherlich kein Englisch-Koryphäe, aber ich kann mich so ganz gut durchschlagen. Aber bei Weinproben merkt man halt schon, dass relativ schnell bei mir zumindest Ende der Fahnenstange ist, weil man halt so viel Vokabeln im Englischen einfach nicht kennt, die man im Deutschen wie selbstverständlich natürlich verwendet. Und dann ist es manchmal ein ganz schönes Gestotter und auch eine relativ eindimensionale sprachliche Wiedergabe von dem, was man gerade schmeckt, weil einfach die Sprachübungen und halt die Vokabeln einfach fehlen. Ja, meine Hörer wissen es ja schon, ich bin ja mit einer Fränkin verheiratet, interessanterweise. Also sie ist Würzburgerin, aber das war jetzt gar nicht der Weg, auf den wir uns kennengelernt haben, sondern ein Kollege von mir, der ist nämlich vor ein paar Jahren zufälligerweise nach Alzenau gezogen. Warum es ihn dahin geschlagen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Er ist auf jeden Fall zumindest gebürtiger Bayer, auch wenn er sehr kosmopolitisch aufgewachsen ist. Aber die Vorgängerfolge von unserem Interview, da verkosten wir ja zu dritt mit einem dritten Kollegen noch einen deiner Rieslinge. Und die haben mir ja sehr gut gefallen hat. Und deswegen habe ich ja zu meinem Kollegen Fabian eben gesagt, schauen wir mal, ob wir da den Kontakt nicht herstellen können. Und würde das Weingut an sich und die Person dahinter noch ein bisschen genauer interessieren. Jetzt bist du ja quasi, ich sage immer, das letzte Haar am Schwanz des bayerischen Löwen. Also es ist ja wirklich auch sprachlich ja schon nicht mehr mit dem viel oder gar nichts mit dem zu tun, was jetzt aus meinem Sprachraum, sage ich mal, stammt als Oberbayer. Das ist ja schon wirklich sehr nahe am Hessischen dran und meistens hört man es ja auch viel stärker, wie es bei dir jetzt eigentlich der Fall ist, ne? Gerade Aschaffenburg. Genau. Genau. Deswegen ist jetzt vielleicht nicht allen Hörern unbedingt bewusst, genau wo du bist. Ich sag mal, es liegt ja an der Lebensader zwischen Frankfurt und Würzburg, also die sagenumwobene A3. Welche Ausfahrt nimmt man denn da, wenn man zu dir fährt? Seligenstadt oder? Genau, wir haben im Prinzip die A3, die doch auch durchaus, man kann es auch rumdrehen, das Tor zum Frankenland und ich sage immer viel schöner, die goldene Mähne des bayerischen Löwens, natürlich so. Auch darstellt. Ist eine Perspektive, genau. Genau, ist natürlich so, dass wir an der A3 gelegen sind und die Abfahrt Seligenstadt da schon wunderbar eigentlich die Weinberge herdeuten lassen. Wir verdanken den Weinbau tatsächlich auch der Stadt Seligenstadt. Ich habe es anfangs erwähnt, gut 1000 Jahre Weinbautradition. Das verdanken wir der Benediktinerabtei eben in diesem hessischen Seligenstadt. Und der Main diente dann, wie gesagt, eigentlich so als die einzige Hürde, die es da zu geben gab. Die Mönche sind dann rübergekommen, haben dann, wie gesagt, tatsächlich das Potenzial auch der Hänge hier erkannt. Wir sind ja, wie man auch durchaus so ein bisschen vom Geografischen her sieht, der Beginn des Spessarts. Wir haben ja doch auch, wie gesagt, hier im Grenzgebiet natürlich gewisse nicht Barrieren, sondern wir haben auch, wie gesagt, natürlich diesen sehr hessischen Einschlag, wo ich nochmal einklinge. Bei uns ist das so, dass ich es gelernt habe, von Haus aus eigentlich eher Hochdeutsch zu sprechen. Meine Mama ist aus Norddeutschland und da muss ich dazu sagen, dann sind wir so erzogen, wenn es, wie gesagt, an den öffentlichen Teil geht, da sehr konkret und auch im besten Fall sehr Hochdeutsch zu sprechen. Kann man auch normal. Genau. Seligenstadt runter ist, wie gesagt, richtig. Dann kommt man auf die A45 in Richtung Dortmund. Und dann ist es wirklich so, von der A3 kommend auf die 45, die erste Ausfahrt ist dann eben Hörstein. Mhm. Und wie gesagt, bildet einen von insgesamt drei Weinorten der Stadt Alzenau.
Die Stadt Alzenau ist, wie gesagt, unsere Kernstadt, ist der Mittelpunkt, hat auch an ihrem Wahrzeichen der Burg Alzenau einen Burgriesling. Mhm. Und wir sind dann, wie gesagt, mit noch zwei weiteren Weinorten gesegnet. Zum einen Wasserloos und dann auch nochmal Michelbach. Mhm. Diese beiden Ortsteile verdanken eigentlich ihren Weinbau tatsächlich auch der Geburtsstunde Hörsteins und eben dann auch da wieder dem Kloster Seligenstadt. Denn von Hörstein aus hat sich dann wirklich der Weinanbau so ein bisschen rein in dieses waldige Gebiet. Also man muss dazu sagen, wir sind, wie gesagt, ja Anfang des Spessarts, umgangssprachlich ist es eben dann auch der Kahlgrund. Denn unser Hausflüsschen, die Kahl, hat da gewisse Spuren hinterlassen. Unter anderem, wie gesagt, in einem sehr mächtigen Gebirgsmassiv. Das ist unser Hausberg, der Hahnenkamm, mit 436 Metern Höhe. Und das ist, wie gesagt, so, dass wir entlang dieses Kahlflüsschens und auch in Sichtweite natürlich des Mains dann unsere sonnenverwöhnten, ja, zumeist Südwesthänge hier in Hörstein, Wasserloos und Michelbach haben. Okay, jetzt muss man ja vielleicht ergänzend noch dazu sagen, dass der Weinbau in Deutschland explizit vom Christentum oder von den Klöstern anfangs stark betrieben worden ist. Also es kam ja von den Römern, aber letzten Endes wurde der Weinbau dann oft von den Klöstern aufgegriffen. Und die Zuschneidung der Zuständigkeiten der Klöster hat natürlich relativ wenig mit den heutigen Bundesländern zu tun. Da gab es viele Zuständigkeitsbereiche, die mit den heutigen Karten überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Und ein prominentes Beispiel ist ja Rheinhessen als Weinanbaugebiet, was im heutigen Rheinland-Pfalz liegt, aber eben sich noch Hessen nennt, aber mit Hessen eigentlich gar nichts vermeintlich zu tun hat. Liegt eben aber auch daran, dass es mit dem Klosterzuschnitt damals zu Hessen gehört hat, beziehungsweise zu der Abtei oder wie man das richtig nennt, so sattelfest bin ich da in der Theologie nicht, aber zumindest der das Gebiet Rheinhessen betreut hat, in Anführungszeichen, waren Hesse und deswegen ist es völlig weit üblich, sage ich mal, im weitesten Sinne, dass die Klöster den Weinbau in den einzelnen Regionen sehr stark vorangetrieben haben. Jetzt hast du es schon zweimal angesprochen, 1000 Jahre Weinbaugeschichte. Das klingt natürlich immer toll und ist auch, sage ich mal, eine schöne Geschichte, die man Besuchern erzählen kann. Aber von der Praxis gesprochen, schlägt sich das in irgendeiner Form nieder für dich in deiner Arbeit oder auch bei Kollegen, von denen du weißt, dass man, sage ich mal, vielleicht Vorteile oder Ableitungen hat aus dieser Tradition? Oder geht es da mehr tatsächlich vielleicht einfach die Historie vorzuschreiben und sich auf diese Wurzeln dann zu berufen? Also wir müssen tatsächlich dazu sagen, dass wir doch auch da auf ein sehr fundiertes Wissen zurückgreifen können und dürfen. Das fängt vielleicht irgendwo im Bereich der einzelnen Lagen an, dass wir wissen, eben auch aus dieser Zeit, wo ist tatsächlich der Ursprung, wo wächst welche Qualität. Das ist wirklich ein Punkt, den wir mit Sicherheit über diese lange Zeit gelernt und auch zu schätzen wissen. Mhm. Wir selbst im Betrieb wenden auch gewisse Verfahren dann auch wieder an. Also das Betrieb oder das Weingut an sich habe ich als wie gesagt, sehr einfach gestricktes Weingut übernommen. Mittlerweile zieht so nach und nach auch dieser klassische Werkstoff Holz in Form von jeglichen Fässern wieder bei uns ein. Tatsächlich gibt es bei uns auch einen Wein. Ich glaube, dass wir den ja auch dabei in der Verkostung haben, den Orange-Wein, genau, den wir nach einem sehr traditionellen Verfahren weit über die 1000 Jahre Weinbautradition eben produzieren. Und ich denke, doch gibt es ganz viele Faktoren, die bis heute sehr präsent und sehr prägend bei uns in der Branche sind. Ja, das muss ich sagen, habe ich auch schon jetzt bei mehreren Weingütern erzählt bekommen, als Problematik ist dieser Kundenstamm. Ja, da kommt man immer wieder drauf zum Sprechen, weil es zum einen natürlich eine relativ sichere Bank ist, seinen Basisumsatz irgendwo sicherzustellen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber natürlich sind die Stammkunden, die zu dir auf den Hof kommen, sich 4 Kästen Wein einladen und dann das nächste Jahr beim nächsten Mal wieder aufschlagen. Das sind natürlich jetzt nicht die Kunden, die jetzt Stilveränderungen oder natürlich auch meiner Meinung nach Preiserhöhungen, wie es in vielen Fällen
Weingütern wünschenswert oder auch erforderlich ist, mitzumachen. Ja. Und das ist vielleicht genau die Problematik, die du jetzt gerade angesprochen hast. Auf der einen Seite will man die natürlich nicht vergraulen, ist ihnen dankbar, auch was die Treue und angeht. Und gerade wenn man jetzt in so einem kleinen Bereich arbeitet, in kleiner Ortschaft wohnt, wo man sich vielleicht auch über das Weintrinken hinweg noch persönlich kennt, ist es natürlich vielleicht noch schwieriger, da irgendwas aufs Spiel zu setzen. Aber ich denke halt schon, dass viele Winzer sich vielleicht tatsächlich auch unter Preis verkaufen vor dem Hintergrund ihrer produzierten Qualität, genau aus dem Dilemma heraus, dass sie sich vielleicht den Schritt nicht gehen trauen. Neues Marketing, neue Kunden, neuen Stil, weil es natürlich mit Risiken verbunden ist. Ne? Ja, also da bin ich, wie gesagt, ganz, ganz deiner Meinung. Bei uns war es tatsächlich der ausschlaggebende Grund, dass man sich jetzt gerade am Anfang in gewissermaßen, wenn man einen Betrieb neu aufbaut, nicht nur entfalten kann. Ich denke mal, man kann sich eventuell auch kleinere gewisse Fehler erstmal erlauben, die darauf in gewissermaßen auch noch ausruhen können und dürfen. Ja. Und dann möchte man ja natürlich, wie gesagt, einen Kundenstamm schaffen, mit dem man eben alt wird. Und das funktioniert nur, wie gesagt, am besten durch und bei einem Neuanfang. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, auch ziemlich dafür am Anfang gewagt. Wir sind im Prinzip von dieser Flaschenform und dem Inhalt der klassischen Literflasche doch deutlich runtergefahren, haben, wie gesagt, anfangs schon erwähnt, eben dann auch durch das ein oder andere etwas interessant aussehende oder auch provozierende Etikett eben angefangen, darauf auch optisch uns aufmerksam zu machen. Und dann ging es eben ans Eingemachte, sprich ans Kommunizieren, ans Austauschen mit der Kundschaft. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, gerade auch auf dem ländlichen Raum, wo wir ja doch hier auch leben, dass eben sehr viel über diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Und das hat bei uns wohl eingeschlagen. Wir können, wie gesagt, jetzt mittlerweile nach 5 Jahren doch schon sagen, dass wir unser durchschnittliches Alter mehr als die Hälfte reduziert haben. Also, wie gesagt, denk mal tatsächlich in dem Fall ziemlich viel richtig gemacht haben. Ja. Jetzt muss man vielleicht, ich hab gelernt, dass man immer so Vokabeln verwendet in der Weinsprache, wo nicht jeder damit was anfangen kann. Literwein war, muss man dazu sagen, ist eigentlich als Synonym für eine Flasche, die logischerweise 1 Liter enthält. Das hat jetzt aber weniger was mit Mengenrabatt zu tun, wie es jetzt beim Waschpulver oder sowas ist, sondern die Literflasche hat sich eigentlich, ich sage jetzt mal, eingebürgert als Flaschengröße für Einstiegsweine, die halt in erster Linie süffig sind. Ne? Sind auch eigentlich meist, also in den Produktlinien der meisten Weingüter, die ich kenne, sind in den Literflaschen auch selten Weine, die in der normalen Flaschengröße verfügbar sind. Also es sind eigentlich eigenständige Produktlinien mit sehr günstigen Preis oder ein sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und qualitativ eher auf der Einstiegsseite zu finden. Ne? Genau, so schaut es aus. Ja. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz auf Veitshöchheim kommen, weil meine Frau, die ist nämlich tatsächlich im Nachbarort von Veitshöchheim aufgewachsen und wir waren da auch öfters beim Eisessen. Ich glaube, ich habe das beim letzten Interview auch schon erzählt. Das sind immer meine Anekdoten, die ich loswerde. Aber was ich jetzt spannend finde, weil ich habe ja meine Ausbildung in Geisenheim gemacht und ich hatte es ja schon öfters an der Stelle erwähnt, es gibt ein paar Leuchtturmstandorte in Deutschland, die Relevanz haben, was Forschung und Entwicklung angeht im Weinbaubereich. Und da ist Veitshöchheim eben neben Geisenheim, ja, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, vielleicht der zweitwichtigste in Deutschland. Geisenheim ist für mich nach wie vor immer noch so ein bisschen das Zentralgestirn jetzt in der deutschen Forschungsbetrieb, was Önologie angeht. Aber aus deiner Sicht, weil du es eben mit deiner Herkunft verbunden hast, denkst du, oder hast du es erlebt, dass das tatsächlich jetzt von den Standorten her auch gewisse regionale Techniken und Weisheiten weitergegeben werden? Weil wir haben ja auch noch Geilweiler Hof, was ja im Süden Deutschlands ist. Da würde ja dann eventuell dasselbe gelten. Also haben diese drei wichtigen Standorte tatsächlich so eine Art Lokalkolorit oder
war es jetzt mehr die Nähe tatsächlich? Also die Nähe war es tatsächlich nicht an erster Stelle. Wir hätten es von Hörstein aus nach Geisenheim und tatsächlich auch nach Bad Kreuznach wahrscheinlich ähnlich weit gehabt. Mhm. Man muss dazu sagen, wir sind ja doch von Veitshöchheim aus ja gute 80, 85 Kilometer entfernt. Mhm. So dass ich sagen muss, dass da war eigentlich an zweiter Stelle. Wohl eher natürlich das Heimatverbundene, auch eben das Bestreben, dass wenn man wirklich mit einem Betrieb erfolgreich wird und dann geschaut wird, wo kommt eigentlich das, ja, das Wissen her, das Fachwissen, dass man dann sagen kann, man hat natürlich eben auch als Frankenwinzer die Fränkische Schule besucht, war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und eben dann auch der Bezug an regionale Erzeugnisse, an regionale, ja, ich sag jetzt mal tatsächlich Flascheneinheiten, sowie den Boxbeutel, der bei uns in Franken zu Hause ist, muss ich sagen, hat man in Veitshöchheim schon erfahren. Ich würde jetzt keineswegs sagen, eingetrichtert und irgendwo immer in den Mittelpunkt gesetzt. Aber ich denke mal, es hat doch einen großen Vorteil, auch wenn man dann weiterschaut, der Silvaner, der bei uns zu Hause ist, der Franken-Rotling. Das sind alles Produkte, die doch vor allen Dingen für ein Frankenweingut sehr wichtig sind. Ja. Und wenn man dann da an der Basis tatsächlich ist und aus erster Hand quasi die neuesten Erkenntnisse, das neueste Wissen mitbekommt, dann denke ich mal, ist es tatsächlich die wichtigste und auch richtige Entscheidung gewesen, eben dann sehr regional zu bleiben. Ja, und was man tatsächlich nicht vergessen darf, das ist auch, was in der Weinwelt ultra wichtig ist, ist einfach ein gewisses Netzwerk. Und natürlich ist es so, wenn du jetzt einen Standort besuchst, wo eben jetzt aus demselben Qualitätsanbaugebiet stammt und dort natürlich auch die entsprechenden Dozenten aus der Branche sind, ergeben sich natürlich ganz andere Kontaktmöglichkeiten, Netzwerkmöglichkeiten, wie jetzt vielleicht von der Schule oder einer Lehranstalt, die, ich sage jetzt mal, kulturell vielleicht ein Stückchen weiter entfernt ist, wie jetzt also das eigene Naheliegendste eben aus dem eigenen Land, ne? Weil da ergeben sich natürlich einfach auch Bekanntschaften und Netzwerke, auf die man dann sicherlich froh ist, zurückgreifen zu können, wenn es dann soweit ist und man die Sache in die eigene Hand nimmt. Ne? Bei uns war es ja wirklich so, dass dann auch in den letzten Semestern die Betriebsübergabe anstand. Das heißt, man musste dann doch auch öfters nochmal zu Hause schnell wieder präsent sein, Termine wahrnehmen. So dass ich gesagt habe, man hat natürlich ja durch die A3 vor allen Dingen wunderbare Möglichkeiten gehabt, da sehr schnell von A nach B zu kommen. Und das, was du eben angesprochen hast, ist für mich bis heute ein ganz wichtiger Faktor, die Beziehungen und die Kontakte, die dadurch entstanden sind. Einerseits natürlich durch meine fränkischen und ehemaligen Klassenkameraden, bis hin eben aber natürlich auch zu den Lehrkräften und den Dozenten, die dort unterrichten, weil ich mittlerweile auch schon die Seiten wechseln durfte. Seit vergangenem Jahr bin ich tatsächlich auch im Prüfungsausschuss für die Winzermeister und auch für die Weinbautechniker. Und das heißt, man hat sich natürlich gleich ganz anders kennengelernt, weil man einfach schon eine gewisse Zeit vorher über schulischen Kontakt sich kennengelernt hat. Ja, jetzt hast du das Stichwort schon fallen lassen. Bisher hast du ja in aller Bescheidenheit nur vom Techniker gesprochen, aber du bist ja auch Winzermeister. Erklär mal kurz, was der Unterschied ist oder baut das eine aufs andere auf? Also das ist wirklich so, dass das eine auf dem anderen aufbaut. Man hat die Möglichkeit, sich eben für ein Jahr, sprich zwei Semester einzuschreiben, zum einen für den Wirtschafter, erste Stufe, und dann da mit dem Titel des Weinbau- bzw. Winzermeisters abzuschließen. Es ist so, dass wir uns oder ich mich von Anfang an eben für diese vier Semester, sprich zwei Jahre, eingeschrieben habe, weil ich den Techniker im Vordergrund angestrebt habe. Techniker ist einfach so, dass man neben den Aspekten natürlich der Weinbereitung, des Weinanbaus sehr praxisorientiert dann nochmal die Steigerung während dem Techniker erfährt, wenn einfach die gesamten betriebswirtschaftlichen Aspekte noch mit reinkommen. Und somit war das für mich von Anfang an klar, eher den Techniker zu absolvieren, was ich ja, wie gesagt, auch sehr erfolgreich getan habe, ehe ich den Betrieb zu Hause. Ich sage immer von zu Hause, weil, wie gesagt, für mich ist es ja wie mein Zuhause, nachdem ich da jetzt 10 Jahre zu Hause bin, auf dem Betrieb übernommen habe. Habe dann aber natürlich schon so nach den ersten 2-3 Jahren festgestellt, dass diese noch vorhandene Kundschaft ab einem gewissen Alter
natürlich, wenn ich dann irgendwo mit meiner Visitenkarte kam oder auch mit meinem fundierten Wissen glänzen konnte, bis dann immer dieser Bezug kam, naja, du bist ja nur ein Techniker. Deutschland ist dann natürlich der Meistertitel dann dementsprechend in den Köpfen vor allen Dingen noch etwas höher angesiedelt. Mhm. Und da ich eine sehr ehrgeizige und auch eine sehr perfektionistische Persönlichkeit bin, war das dann für mich sehr schnell klar, diesen Meister im Nachhinein auch nochmal mitzunehmen. Das ist wunderbar, eigentlich in der Handhabung, dadurch, dass man natürlich für den höher stehenden Titel des Technikers sämtliche Prüfungen abgelegt hat, natürlich auch die Ausbildereignung hinter sich gebracht hat, war es dann im Zuge dieses Winzermeisters relativ einfach, zu meistern. Es ist so, dass man eigentlich nur noch ein Meisterprojekt auf die Beine stellen musste. Und dieses Meisterprojekt ist ja natürlich auch... Ne? Gemeistert genau, hast du ja tatsächlich, weil du wurdest ja 2019 bester Winzermeister mit fehlerloser Prüfung, kann man ja fast sagen, oder? Genau, das kann man dir auf jeden Fall wünschen und gratulieren, ja. Ja, danke, danke. Das hat das Ganze wirklich nochmal gekrönt. War, wie gesagt, auch im Nachhinein, wenn man so denkt, es ist ja eigentlich dem Techniker untergeordnet, so rein vom Bildungs Werdegang und Bildungsgrad, aber es war für mich eine sehr interessante Erfahrung, denn es ging da wirklich in einen sehr spannenden Versuch hinein. Wir haben die Leitrebsorte Riesling, die hier wirklich in unserer Region sehr vorbildlich wächst und gedeiht, in Sichtweite unseres sehr geschätzten Nachbaranbaugebietes, dem Rheingau, so dass ich sagen muss, wir haben uns natürlich für ein Riesling-Projekt entschieden. Und das dann über so ein Jahr sehr intensiv zu betreuen, hat dann auch für mich als Betriebsleiter und Betriebsinhaber noch sehr interessante und auch sehr neue Aspekte hervorgebracht. Also es war durch und durch ein Lerneffekt dabei. Dass es dann so graziell abgeschlossen ist, das war dann natürlich nochmal die Krönung, genau. Ja, aber super Leistung, ganz toll, ja, spitze. Wir haben es im Vorgespräch ja schon kurz angesprochen, und zwar befindet sich ja eine Überarbeitung des deutschen Weingesetzes gerade in der Ressortabstimmung und soll bis Ende des Jahres in Kraft treten. Ja, also diese Gesetzesnovelle, die sorgt jetzt für ein bisschen Unruhe in der Weinbranche, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, weil man letzten Endes sich jetzt doch genötigt gefühlt hat, die Vorgaben der EU, was Ursprungsbezeichnungen angeht, stärker in die Qualitätseinstufung einfließen zu lassen. Also im Prinzip das, was Frankreich insbesondere eigentlich von jeher macht und wie es auch in meinen Online-Weinkursen groß und breit erklärt hat, in einem eigenen Kurs, haben wir in Deutschland ja auch einen Verband, der das Burgunder-System als Vorbild genommen hat, nämlich den VDP, der im Verband der deutschen Prädikatsweingüter, der ja von Anfang an, also das stimmt jetzt nicht ganz, aber ich sage jetzt mal seit gut 20 Jahren die Ursprungsbezeichnung oder die Lagenbezeichnung in Mittelpunkt seiner Qualitätspyramide gestellt hat. Das soll jetzt auch ein bisschen kommen, und damit steht für mich eigentlich in Zusammenhang, dass man sich vielleicht von dem Öxle-Dogma, wie es wir in Deutschland haben, dass die Qualität nach dem deutschen Weingesetz nur durch den Zuckergrad bei der Lese sich bestimmt, sich ein bisschen verabschiedet und vielleicht auch im Gesetzesrahmen mehr auf die Ursprungsbezeichnungen konzentrieren wird in Zukunft. Ich meine, man darf sie erwähnen bei uns, aber die Qualitätsweine und Prädikatsweine stehen ja eigentlich nach dem Gesetz, was die Klassifikation und die Qualitätsbeurteilung angeht, eigentlich im Mittelpunkt und gar nicht so sehr die Lagen. Wie stehst du dazu, oder wie siehst du diesen Vorstoß, sich jetzt vielleicht von der eindimensionalen Betrachtungsweise mit den Öxle-Graden ein bisschen zu verabschieden? Ist natürlich eine sehr spannende Frage. Man muss dazu sagen, dass das mit Sicherheit auch so ein sehr interessanter Generationenkonflikt ist, gerade auch in Hinsicht vielleicht bei noch anstehenden Betriebsübergaben und Übernahmen. Das ist das Schöne, dass man dementsprechend ja da freie Hand hat in meinem. Ich denke mal, dass wir natürlich das alte System schon etwas in Frage stellen sollten.
Einfach aus dem Grund, dass wir ja doch im Zuge der Wetterveränderungen, vor allen Dingen der Klimaveränderungen, eigentlich gar nicht diese Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Öchsle in dem Fall zusammenzubringen und wir uns deswegen auch nicht wirklich an diesem System orientieren können. Wo ist jetzt tatsächlich hier der Beginn meiner Prädikatsweine und hier ist, wie gesagt, gerade Ende für die Qualitätsweine. Nur anhand des Zuckergehalts in der Traube sehe ich da ein kleines bisschen als tatsächlich für die jetzige Zeit sehr einfach gestrickt. Wir haben, wie du auch schon erwähnt hast, ein sehr ausgeklüfteltes Konzept der sehr geschätzten Kollegen vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter, die das ja eigentlich sehr schön in ihrer auch Qualitätspyramide immer wieder aufstellen. Nach diesem Leitbild haben wir uns zum Beispiel auch etwas orientiert. Das heißt, wir haben wirklich unsere Lagen kennen und schätzen gelernt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir eben auch durch eine gewisse Tradition erfahren können und durften, wo wirklich welche Qualität in unseren einzelnen Lagen beheimatet ist. Und das ist wirklich meines Erachtens eine sehr interessante Variante, auch den Weinbau fortzuführen. Sind wir doch eine sehr traditionelle Sparte oder werden zumindest auch in diese Schublade geschoben. Warum sollen wir dann eben auch auf diesem fundierten Wissen aufbauen? Also ich stehe dem, wie gesagt, eigentlich sehr positiv gespannt. Ja, was ja jetzt spannend ist, speziell an deinem Standort, ihr seid ja im Prinzip westlich von dem Spessart-Hauptkamm, wenn man so sagen möchte, ne? Und die Idee, deswegen passt es jetzt thematisch ja ganz gut rein, die Idee ist ja der Ursprungsbezeichnungen, aber eben auch schon von den Qualitätsanbaugebieten, dass diese Gebiete oder die Ursprungsbezeichnungen ja eine gewisse gemeinsame Charakteristik haben sollen, weil das ist ja, sag ich mal, die Grundidee dahinter, dass je kleinteiliger eine Ursprungsbezeichnung ist, desto besser ist die Qualität. Aber natürlich alles nur unter der Voraussetzung, dass die einzelnen oder einzelbezeichneten Lagen auch stilistisch oder charakteristisch zu unterscheiden sind. Ne? Weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, einen und demselben Geschmack verschiedene Namen geben. Das würde ja der ganzen Idee im Prinzip widersprechen. Und wenn man sich jetzt deinen Standort anschaut, in deinen Dunstkreis, sage ich mal, gibt es ja auch ein oder zwei VDP-Mitglieder, die ich weiß jetzt nicht genau, ob die in Alzenau selber sitzen. Aber was ich mir gefragt habe, weil ich mich in Franken ganz gut auskenne, wird er immer so eingeteilt, Dreieck und mein Viereck, ja, und dann die verschiedenen Bodenarten. Und ihr seid ja jetzt tatsächlich wirklich am äußersten Nordwestrand von Franken. Also auf die Frage, wo ich hinaus möchte, ist, für wie typisch fränkisch kann man jetzt noch Alzenauer Weine bezeichnen, nachdem sie ja vielleicht im Randgebiet von Franken Qualitätsanbaugebiet sind und geologisch wahrscheinlich vielleicht auch sich die Westkante vom Spessart ein bisschen anders darstellt, wie es jetzt im Würzburger Raum oder so ist. Genau, also wir sagen tatsächlich, dass wir vom Geschmacksprofil her mit Franken relativ wenig Übereinstimmungen haben. Dem sind wir natürlich auch sehr dankbar. Das hat natürlich den Grund, dass wir hier von unserem Gestein her, das ist dieses kristalline Grundgestein, Grundmassiv, umgangssprachlich auch immer wieder sehr gern als Urgestein bezeichnet, als eigentlich für uns als das Gold des Bodens zu betrachten ist. Also es ist ja wirklich so, dass wir auf unseren Böden sehr rassige, sehr interessante und da, wie gesagt, natürlich auch bekannt für Rieslingweine, immer wieder interessante Varianten produzieren können, die, ich sag jetzt mal, für Franken angesetzt erstmal nicht ganz so in dieses Bild reinpassen. Wir haben dementsprechend, muss man tatsächlich sagen, auch nicht, weiß jetzt gar nicht, wie es rüberbringen soll. Politisch korrekt. Ja, wir haben dieses sehr schöne Potenzial eben für uns erkannt und auch zu schätzen, kennengelernt, sind doch unsere Weine wirklich, wie auch eben schon mal erwähnt, dem Rheingau fast schon eher etwas ähnlich. Und da spielt, wie gesagt, das Gestein die erste Rolle.
Und dann, wie gesagt, auch in unserem Rücken befindlich unser Hausberg mit den sehr besiedelten Waldgebieten, wo wir wirklich nur noch vereinzelt an den speziellen Hängen den Weinbau vorfinden, eben an den besagten drei Weinorten. Und von daher muss ich sagen, haben wir es wirklich erkannt, uns als solche, ja, man kann sagen, Einzelgänger zu vermarkten. Wir haben dieses klassische Trias-Konstrukt und auch die Trias-Aufmachung eben in Franken ja doch schon sehr einprägend vernommen, auch kennen und schätzen gelernt. Aber wir werden, wie gesagt, gerade mit diesem kristallinen Grundgestein und Grundmassiv immer eben nicht wirklich in der fränkischen Aufmachung erwähnt. Ja. Und von daher kann man uns durchaus eben auch als Exoten, sehr interessante Exoten bezeichnen. Ich denke, das ist halt schon wirklich ein interessanter Spannungsbogen, den Sie jetzt vielleicht den nicht so, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, vielleicht dem Weintrinker, der jetzt nicht bis zum Mittelpunkt der Erde bohren möchte im Weinthema, wo sich dieser Spannungsbogen vielleicht gar nicht so deutlich darstellt, weil es natürlich schon eine wirklich entscheidende Abwägungssache sein wird oder muss, wie stark hafte ich mich an das Qualitätsanbaugebiet, an den Namen Franken in deinem Fall, der natürlich ein Zugpferd ist und wo die ganze Marketingmaschinerie, die ganze Verbandsmaschinerie dahinter steht, bist du natürlich immer ein Stück weit gezwungen, dich da einzuordnen. Ich möchte jetzt nicht sagen unterzuordnen, aber zumindest einzuordnen. Und auf der anderen Seite natürlich vielleicht eine gewisse Eigenständigkeit, Einzigartigkeit, einen ganz besonderen Charakter noch besonders herauszuarbeiten. Und das kann ja vielleicht tatsächlich auch die Chance sein von dem neuen deutschen Weingesetz mit Konzentration auf Ursprungsbezeichnungen und Lagenbezeichnungen, dass man vielleicht auch eure Enklave, wenn man es jetzt so nennen möchte, im fränkischen Weinbau, tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen in größeren Bekanntheitsgrad und vielleicht auch eine schärfere Abtrennung als Kleinod irgendwo hinstellt, wo eben für Franken untypisch im positiven Wort sind, spezielle Weinstilistiken dort zu finden sind. Aber dazu muss ich halt auch die Grundlagen haben, sprich ich brauche definierte Begriffe, definierte Ursprungsbezeichnungen, auch Zusammenarbeit mit Nachbarn und Kollegen, dass man da halt sich irgendwo das Profil schärfen kann, ne, in dem großen Meer des fränkischen Weins irgendwo. Genau, also wir haben ja tatsächlich, wenn man jetzt mal den Main entlang geht, auf Größenordnung 30 Kilometer von Hörstein Main aufwärts, ich sag jetzt mal in Richtung Würzburg, kommen wir dann, wie gesagt, nach 30 Kilometern ja auch schon in das Gebiet Kurfranken, wo man sagen muss, mit Miltenberg, natürlich mit Klingenberg, Großheubach, wirklich, und Bürgstadt nicht zu vergessen, wieder ganz andere Möglichkeiten, Weine zu produzieren, Wein wirklich zu erzeugen. Und ich denke mal, dieses Gebiet wird ja doch natürlich im Trias noch mit natürlich wunderbar aufgenommen und auch erfasst. Aber wenn man sich das anguckt, gerade mal auf eine Distanz 30 Kilometer weiter, dann wieder Hörstein und Alzenau zu haben, da lässt es definitiv über dieses neue System als großen Erfolgsfaktor hervorgehen, dass wir uns da etwas herausputzen können, dass wir, wie gesagt, eben dann auch dementsprechend etwas als Exot wahrgenommen werden. Genau. Ja, aber das ist in der Tat so, weil ich meine, Bürgstadt ist ja, wie gesagt, auch noch Franken und einer der bekanntesten Weingüter dort ist Fürst sicherlich. Der kann ja quasi nach Baden-Württemberg rüberspucken. Ja, das ist ja wirklich ein Steilwurf davon entfernt. Aber da sieht man eben auch, dass diese ganzen Begriffe je nach Flughöhe irgendwann auch schwierig werden, auch wenn man jetzt Baden nimmt als Beispiel. Ich meine, da gibt es das Kernbaden und dann gibt es noch so ein paar Ortschaften am Bodensee, die stilistisch nichts mehr mit dem gemeinsam haben, was im Norden Badens stattfindet. Ja. Und das ist, denke ich, schon auch irgendwo die Challenge von solchen Bezeichnungen, dass man halt versucht, Zugpferde, Namen zu kreieren, die man halt dann kennt. Franken und Baden und alle anderen 11 Anbaugebiete gehören sicherlich dazu. Aber wenn man es sich halt genauer anschaut, dann merkt man schon, es wird irgendwann wird's unscharf und wenig aussagekräftiger, je genauer man dann hinschaut.
ist dann so. Bevor wir jetzt auf deine Weine eingehen, was vielleicht noch die Hörer insbesondere interessiert, weil du bist ja jetzt erst der zweite Winzer, mit dem ich spreche. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie für dich als Winzer so ein Jahresablauf ausschaut, in welchem Monat oder in welcher Saison welche Arbeiten anstehen und was da die Gefahren sind oder die Herausforderungen. Also es ist so, dass wir natürlich ein sehr abwechslungsreiches Jahr Jahr für Jahr vorfinden und auch wieder als Ausgangspunkt haben. Im Großen und Ganzen beginnt das Jahr für uns wirklich mit dem Rebschnitt. Der Rebschnitt ist wirklich die erste Grundlage, überhaupt über Qualität nachzudenken, über Qualität zu etablieren und dann auch in dem späteren Verlauf eben auch umzusetzen. Das heißt, der Rebschnitt ist da wirklich die Quelle des Weinanbaus und hat quasi ja in einem sehr gewissen Zeitraum auch stattzufinden, ehe dann irgendwann auch schon wieder die Knospen anfangen zu schwillen. Das nächste ist natürlich, wenn man den Rebschnitt... Warte noch ganz kurz zum Rebschnitt vielleicht, weil jeder hat jetzt vielleicht noch nicht einen Weinberg gesehen. Also im Grunde schneidest du die Pflanze so weit zurück, wie du es für nötig behältst. Und meistens belässt man einen gewissen Teil mehrjähriges Holz, sagt man, da stehen, wo sich dann quasi jedes Jahr die neuen Triebe und Ruten bilden. Aber das Entscheidende, weil du es eben schon auf die Qualität auch angesprochen hast, ist eben, wie viele Ruten und letzten Endes auch Beeren man der Pflanze belässt, weil damit wird der Grundstock für die Qualität gelegt. Und das große Stichwort ist hier letzten Endes eigentlich Ertragsreduzierung und Konkurrenz bzw. Stress für die Pflanze, mit wie vielen Nachbarn sie sich halt ein Quadratmeter Weinberg letzten Endes teilen muss. Genau, also das ist so, dass wir dementsprechend unsere Reben begutachten, natürlich auch aus dem Vorjahr immer wieder mit einbringen, wie das Jahr überhaupt abgelaufen ist, beziehungsweise mit was für einer Situation wir in dieses neue Jahr zum Rebschnitt starten. Dann kommt es darauf an, was wir dieser Rebe generell für einen Standraum gewähren. Also sprich, sind unsere Rebzeilen auseinander, was haben wir für einen Stockabstand. Und anhand dieser Faktoren und eben dem Wunsch, was man am Ende des Weinjahres rausbringen möchte, tun wir dann unseren Rebschnitt so ansetzen, dass wir natürlich 1 bis 2 Routen für das kommende Jahr stehen lassen. Alles andere an altem Rebholz, an aufgegangenen Trieben werden eben komplett ab und auch dann rausgeschnitten, so dass wir zu unserem eigentlichen Stamm, der ja oben mit dem Kopf endet, dann 1 bis 2 Routen vorfinden. Diese Routen sind dann auch in ihrer Länge dementsprechend schon einzukürzen. Das heißt, in der Länge tun wir dann die Augenzahl, die einzelnen Knospen, die Augen schon etwas regulieren. In dem Fall, wie gesagt, so wie wir das uns vorstellen, auf den jeweiligen Standort und der jeweiligen Qualität, die daraus entstehen soll. Denn, wie gesagt, wenn dann das Altholz entfernt worden ist, natürlich meine Anlage überholt worden ist, hier gewisse Austauscharbeiten, Drahtreparaturen vollzogen haben, dann geht es eigentlich an den Schritt, diese 2 stehen gebliebenen Routen oder eine, je nachdem, was der Winzer vorhat, dann auch niederzuziehen, anzubinden. Das heißt, an eines der unteren Drähte wird dann eben entweder ein Flach ein Pendelbogen, das jeweilige System eben des Winzers angewandt. Diese noch geschlossenen Augen fangen dann eben auch mit Beginn der stetig steigenden Sonnenscheindauer immer wieder an, irgendwann etwas anzuschwillen. Das heißt, die werden immer kräftiger, die werden immer korpulenter, bis dann irgendwann auch schon ganz leicht eine Art Wolle rausschaut. Das ist für uns Winzer so der erste Punkt, wo wir wissen, okay, jetzt ist tatsächlich diese Vegetationsperiode, die Vegetationszeit begonnen. Das heißt, daraus entstehen dann aus dieser Wolle hervorkommend mit den ersten 1 bis 2 Blättern unsere neuen Triebe für dieses Jahr. Immer in dem Aspekt, dass natürlich auch bis zu diesem Zeitpunkt noch gewisse Natur
Ereignisse stattfinden können. Hm. Wie gesagt, allen voran natürlich der Frost, die Spätfröste, die ja doch auch, wie gesagt, bis in den Mai hinein immer wieder ein ganz wichtiges, zum Teil aber auch sehr prägendes Ja, es war dieses Jahr besonders schlimm wieder. Ne? Ja. Genau. Da kann vorgesorgt werden. Meines Wissens seid ihr ja doch auch schon mal in einem Podcast von dir drauf eingegangen, mit der Frostgefahr, mit der Frostvorbeugung. Das Gängige ist natürlich diese klassische Frostroute, das zu dem angebundenen Teil der Rebe, wo quasi für mein diesjähriges Holz und für meinen diesjährigen Ertrag dient, eine zusätzlich senkrecht nach oben stehende Route als Frostsicherung dient. Das heißt, sollte, wie gesagt, meine eigentliche Frostroute abfrieren, habe ich da immer noch die Möglichkeit auszuweichen und diese zweite Route dann anzubinden. Dann kommen wir, wie gesagt, wenn dieser Austrieb stattfindet, eben auch schon zu einem Bereich, wo die ersten Ertragskorrekturen stattfinden in Form des Ausbrechens. Überschüssige Triebe, mickrige Triebe, Kümmertriebe werden dann da schon händig, und das ist tatsächlich noch eine Arbeit, die muss händig erfolgen. Da geht sehr viel eben über das optische Erscheinungsbild, was die Rebe gerade in ihrem Stand quasi kund und preisgibt, was da an Trieben zu entfernen ist. Das ist dann der zweite Durchlauf direkt nach dem Rebschnitt und dem alten Holz rausziehen. Mhm. Dann geht's kontinuierlich eben dann auch, wie das Wetter mitspielt, mit dem Wachstum oftmals sehr rasant weiter, bis wir dann auch schon über die ersten Maßnahmen des Pflanzenschutzes nachdenken müssen. Einerseits, wie gesagt, die einen konventionellen Betriebe, die konventionell ihrem Pflanzenschutz nachkommen, dann natürlich aber auch die biologischen und Biobetriebe, die dann ihre Pflanzen eben vor gewissen Pilzkrankheiten schützen müssen erstmalig. Diese Abstände und auch dieser Häufigkeitsgrad, wie oft ich das übers Jahr machen muss, das ist, wie gesagt, immer sehr abhängig von meinem Wetter und von meinem Klima, was mich das ganze Jahr über begleitet. Das sind schon alle Schritte, die jetzt vor der Blüte schon stattfinden? Das sind tatsächlich die Schritte, die vor der Blüte stattfinden, genau. Die Blüte ist dann eigentlich eines unserer erfreulichsten und zugleich natürlich auch spannungsvollsten Ereignisse. Es ist so, das, was dann oftmals der Frost ja Gott sei Dank verschont hat, und diese Frostereignisse nehmen ja natürlich momentan auch zumindest in meinen vergangenen 5 Jahren immer sehr prägend und dann auch schmerzhaft zu, so dass ich sagen muss, wenn dann die Rebe tatsächlich anfängt zu blühen, dann weiß man mal, man hat die Eisheiligen hinter sich gelassen, man hat, wie gesagt, jetzt sich volle und ganz auf diese Blüte zu konzentrieren. Natürlich kann während der Blüte durch gewisse Niederschläge, durch eine sehr ungeeignete Wetterlage, durch eine gewisse Anzahl auch an Stürmen und wieder Windereignissen dann auch diese Blüte beeinflussen. Das heißt, dass eben nicht die gesamte Zahl eben an Blüten befruchtet wird und wir dadurch auch gewisse Verrieselungen und damit auch schon wieder den Verlust gewisser Beeren in Kauf nehmen. Das heißt, im Idealfall sind natürlich über diese Blütezeiten die Wasservorräte aufgefüllt vorhanden. Wir haben im Optimalfall wenig bis keine Niederschläge und natürlich auch sehr leichte und im Optimalfall stille Windverhältnisse, so dass diese Rebblüte im vollen Gang und vollem Zuge, ja, sich teils über eine Woche, so wie jetzt in diesem Jahr, aber auch über 10 bis 14 Tage hinwegzieht und erst dann wir als Winzer wirklich sagen können, was wir an einem groben Ertrag erwarten können und dürfen. Das ist dann der nächste Punkt. Also wir sind jetzt im Jahreslauf ungefähr im Juni, ne? Die Blüte ist so Mitte Juni, je nach Standort. Genau, Ende Mai teilweise schon beginnend. Ja. Und wie gesagt, wir haben jetzt abgeschlossen die Blüte seit gut einer Woche. Also wie gesagt, immer sehr ausschlaggebend, wie uns da das Wetter in die Karten spielt. Okay. Dann geht es weiter, dass wir eben diese kleinen oder teils heranwachsenden Triebe langsam in ihr Drahtsystem einflechten. Das heißt, dass wir natürlich versuchen, einen senkrechten Wuchs nach oben zu bekommen.
dass wir dann auch an Blattmasse aufbauen können und dürfen. Das heißt, wir gehen erstmal volle Kraft mit dem Wachstum in die Höhe, quasi ins Längenwachstum der Rebe. Das heißt, die Rebe, die einzelnen Triebe werden dann bis an den höchsten Draht und dann darüber hinaus auch noch nach oben wachsen. Kann man denn ungefähr sagen, wie viel Meter ein Trieb im Jahr wachsen würde? Also es hängt natürlich sehr stark von der Rebsorte ab, aber sagen wir mal zu die klassischen Verdächtigen, die du anbaust, ja. Was machen die an Meter pro Trieb? Ja, also da hat man schon viel von bis gehört. Ja. Und genau, es kommt auf die Wüchsigkeit und den Standort drauf an. Aber ich würde jetzt mal so aus dem Bauch, aus eigener Erfahrung hinaus sagen, dass wir da schon so gut und gern bei 6 bis 8 Metern sind. Hab mir auch schon sagen lassen, dass da durchaus, da die Rebe ja auch als Lianengewächs fähig ist, bis zu 12 oder 15 Meter zu erzeugen. Also es sind natürlich jetzt Längen, die wir so noch natürlich nicht selbst gesehen und auch noch gar nicht experimentierend ausprobiert haben. Aber es ist wohl alles möglich. Ja, ist natürlich schon, wenn man sich das vorstellt, ein wahnsinniger Kraftakt für eine Pflanze, so viel Biomasse zu produzieren. Das genau. Geht ja fast schon in Richtung Bambus, ne? Der ja meines Wissens eine der schnellst wachsenden Pflanzen überhaupt ist. Aber ja. Das muss man ja erstmal an Energie zur Verfügung stellen können oder sich besorgen können, dass das passiert. Wenn man dann schon wieder den Aspekt hernimmt, dass natürlich auch die Umwandlung von Grünmasse ins Verholzen dann sehr schnell erfolgt. Muss man wirklich sagen, ist die Rebe dann ein sehr zügig wachsendes und man kann auch sagen, irgendwo nachhaltiges Gewächs, was wie gesagt sehr schnell da zum gewissen Holz oder Verholzen führt. Wobei, glaube ich, wenn ich mich da dran erinnere noch, es gibt ja auch einige Winzer und ich glaube, in Australien ist das so ein bisschen ein Hotspot, die dieses Minimal Pruning betreiben, also die so gut wie gar keinen Rebschnitt anlegen an die Pflanze und die kriegen es mit der Wüchsigkeit ja auch im Griff. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Rebsorten es im Einzelnen sind, die sich dafür eignen, aber ich glaube, oder andersrum gesagt, die Überlegung ist, dass durch dieses Zurückschneiden die Triebkraft vielleicht ja auch noch explizit, also provoziert wird, weil die Pflanze vielleicht dieses Zurückschneiden halt kompensieren möchte, vielleicht als Überlebensinstinkt und damit erstmal großflächig Triebe ausbringt, was einfach dann, wenn sie nicht zurückgeschnitten wird, irgendwann auch einfach nachlässt, weil vielleicht so ein Selbstregulationsmechanismus irgendwo in der Pflanze angelegt ist auch. Also die ganze Thematik Laubwandmanagement ist eine sehr spannende und tatsächlich auch für uns sehr begreifbare Möglichkeit, eben Einfluss zu nehmen, auch auf das Traubenwachstum, natürlich auch um das ganze Rebwachstum etwas entweder zu hemmen oder zu beschleunigen. Es ist so, dass wir im Großen und Ganzen, ich habe selbst auch während meines Meisterprojektes ausprobiert, die Reben auch über den obersten Draht gewickelt haben, einfach um dieses Längenwachstum, von dem ich ja gesprochen habe, dass die meiste Kraft wirklich erstmal in die Länge, in das Wachstum dieser Rebe gesteckt wird, dass natürlich dann gar nicht so viel Kraft übrig ist, sich auf diesen Aufbau und auf das Dickerwerden dieser Beeren zu konzentrieren, so dass die Beeren dadurch auf natürliche Art und Weise etwas gestreckt werden, etwas kümmerig oder auch etwas minimaler im Wuchs sind. Das heißt, wir können quasi einerseits über das Wickeln der Triebe, das ist sehr interessant, aber nach meinen Erkenntnissen und auch durch meine Meisterarbeit eher negativ beeinflussen. Und andererseits gibt es dann natürlich auch über das Laubwandmanagement zu reden, wie hoch ich überhaupt meine Laubwand haben möchte. Also auch ein sehr radikaler Schnitt. Auch der Zeitpunkt ganz wichtig. Wir sind jetzt momentan an dem Stand, wie erwähnt, seit gut einer Woche ist die Rebblüte fertig. Wir haben natürlich dieses Jahr ein sehr gefächertes Jahr. Wir haben teilweise Beeren, die sind wirklich erst nach der Blüte sehr klein. Wir haben aber auch schon Beeren, die haben Schrotkorngröße. Und dementsprechend ist dann auch immer von jeder einzelnen Anlage individuell zu reagieren. Und so sind wir momentan an dem Stand, dass wir Blätter wegmachen. Ganz wichtiger Faktor, dass Luft drankommt, dass die Beeren locker frei stehen. Auch so gut 10 Tage, 14 Tage nach der Blüte ist die Beere noch am wenigsten anfällig auf die Sonne, auf den Sonnenbrand, der im schlimmsten Fall dann die Folgerung wäre. Das heißt, wir versuchen momentan die Blätter wegzubekommen,
In dieser Zeit darf das Laub wirklich noch nach oben wachsen. Die Triebe dürfen sich, wie gesagt, senkrecht nach oben entfalten und werden erst dann relativ spät mit einem radikalen Schnitt quasi das Längenwachstum beenden, damit dann die gesamte Kraft eben in das dicken Wachstum, in das breiten Wachstum, sprich in die Traube gesteckt wird. Mhm. Also das sind ganz wichtige und auch sehr tatsächlich partiellen unterschiedliche Maßnahmen, die da immer wieder angepasst vorgenommen werden. Und nach der Blüte bilden sich dann die Beeren und dann ist auch schon irgendwann mal der Zeitpunkt erreicht, wo man über die sogenannte Grünlese nachdenkt dann. Genau, dann geht es im Prinzip los. Wir sehen ja nach der Blüte, was jetzt wirklich durchgekommen ist, was wir an potenziellem Ertrag so ein bisschen erwarten dürfen. Dann geht es schon los, dass wir in unserem Betrieb mit der von dir erwähnten Grünlese beginnen. Das heißt, es werden dann wiederum auf den Stock angepasst, die überschüssigen Trauben. Wir sprechen, wie gesagt, auch ganz gern von Berkeln, Traubenberkeln. Oder der Winzer an sich spricht immer als Gesamtes von einer Traube und nur das Einzelne ist die Beere. So dass wir sagen, wir fangen dann an den einzelnen Trieben die Zahl der Trauben zu korrigieren. Das ist, wie gesagt, so, dass die Rebe von sich aus, das kommt auch immer drauf an, wie die Vorjahressituation war, teilweise bis zu 3 Trauben an einem grünen Trieb quasi ausgebildet hat, was natürlich wirklich sehr viel ist und dann sich irgendwo auch in Konkurrenz stehend ruckzuck zu einem Problem wird, so dass wir dann je nachdem, welche Qualität angestrebt wird, dann mindestens eine und wie gesagt bis hoch ins sehr gute Segment eben dann auch 2 Trauben rausschneiden und dann wirklich diese eine einzige Traube pro Trieb und im Gesamten gesehen pro Rebstock so mit Größenordnung 8 Trauben im Prinzip rechnen. Ja. Mhm. Das ergibt dann Erträge von, wenn man es umrechnet, dann Hektoliter pro Hektar? Ja, da sind wir so, wie gesagt, Größenordnung bei ungefähr 60 bis 70 Hektoliter. Wir haben dann, wie gesagt, im weiteren Jahr, im Verlauf des Jahres immer wieder Möglichkeiten, dann da auch noch weiteren Aufwand zu betreiben, um eben den Ertrag zu korrigieren und auch noch weiter einzustellen, indem wir dann auch zu den passenden Zeitpunkten die Traube, die dann übrig geblieben ist, oftmals auch noch halbieren. Da gibt es jetzt die verschiedensten Varianten, die das wirklich einmal in der Mitte der Traube quasi den Stielgerüst durchtrennen. Es gibt auch die Variante, die Traube im Gesamten, also im Prinzip das Stielgerüst entlang halbieren. Das habe ich auch nicht gesehen. Ja. Was bringt das für Vorteile? Es ist so, dass das, wie gesagt, die Beere oder die Traube an sich in verschiedenen Zonen zu betrachten ist. Also die Traube an ihrer Spitze wird sehr schnell reif, wird dementsprechend auch sehr schnell mit Aromen, Aroma-Ausprägung versehen, im Gegensatz zu den Schultertrauben, die oben dran sitzen, die eigentlich erst den Abschluss der Traubenreife bilden. Wenn ich jetzt natürlich die Spitze wegschneide, dann habe ich diesen Verzug, dass die Beere quasi später erst wirklich reif wird und auch später ein bisschen in diese Richtung der Aromabildung quasi eintritt. Wenn ich das aber entlang des Stielgerüstes tue, dann ist es ja so wirklich wieder auch im passenden Verhältnis, dass ich unten die etwas schneller reifen und oben, wie gesagt, die danach reifenden Beeren habe. Also ja, was ich an der Bergstraße häufiger gesehen habe, war, dass die tatsächlich, ich weiß aber nicht mehr, welche Rebsorte das war, also mit hoher Wahrscheinlichkeit war es Riesling, aber ich würde es jetzt nicht beschwören wollen, dass da explizit die Schultertrauben eben auch rausgenommen worden sind. Ne? Aber diese unterschiedlichen Reifestadien innerhalb einer Traube ist natürlich auch wieder ein Spezifikum von der Rebsorte. Also mir fällt jetzt spontan der Zinfandel ein, der seines Zeichens extreme Unterschiede in Reifestadien hat und dafür fast schon berüchtigt ist, dass der Lesezeitpunkt eben sehr schwer zu bestimmen ist, zumindest wenn man alles in einer Lese einsammeln möchte und maschinell machen möchte, was ja in Kalifornien durchaus weite Verbreitung findet, im Central Valley zumindest. Aber das ist eine Rebsorte, die sich mit dem Vollernter so gut wie gar nicht qualitativ hochwertig lesen lässt, weil es lila Trauben oder lila Beeren direkt neben grünen Beeren hat. Das kannst du vergessen. Ne? Du musst der Handlese machen, mehrmals vielleicht sogar. Genau. Ja. Das sind die,
die, wie gesagt, arbeiten, die eigentlich so unmittelbar nach Blüte, Grünernte und dann, wie gesagt, sich das Jahr hinein langsam immer wieder in den Weinbergen zum Teil auch wiederholt abspielen. Also wir sind so, dass wir dann oftmals eben auch erstmal mit der Halbierung der Traube anfangen und dann zu einem Zeitpunkt, ehe die Zuckereinlagerung stattfindet, wo wir dann doch natürlich auch ruckzuck wieder natürlich Insekten anziehen würden. Also wirklich in dem Moment, wo noch die Rebe relativ grün ist, die Traube relativ grün ist, wo wir dann, wie gesagt, erst die Schultertrauben wegschneiden. Genau, diese Arbeiten ziehen sich eigentlich Größenordnung so bis Ende Juli, zumindest mit der Ertragregulierung tatsächlich noch hin, ehe man dann natürlich auch im August mit dem Umschwung, also wirklich mit der Reifeausprägung der Traube rechnen kann, so dass dann oftmals auch schon bei sehr frühen Rebsorten Ende August und natürlich im Regelfall momentan eher Anfang September dann mit der Ernte gerechnet werden kann. Während des ganzen Ausbaus oder Anbaus der Reben ist natürlich immer auch der Boden als solches zu betrachten, also wirklich auch, wann mache ich welche Bodenbewirtschaftung, wann Boden erhaltende Maßnahmen, auch wieder in Hinsicht mit dem Wasserhaushalt. Das sind alles Aspekte, die immer wieder parallel zu meinen verschiedenen Arbeitsschritten geklärt werden müssen und dann eben auch oftmals der Wetterlage natürlich angepasst werden. Der Pflanzenschutz, wie gesagt, tatsächlich in meinem Betrieb als noch konventioneller Betrieb eigentlich eine sehr wichtige Maßnahme. Da es mir ja zugleich eben einfach auch eine gewisse Ertragssicherheit gibt. Wir sind jetzt so, dass wir in Anlehnung natürlich auch schon auf der Bio-Schiene Erfahrung sammeln. Es ist so, dass wir auch gewisse Teilflächen tatsächlich mit Biomitteln behandeln, um einfach schon eigene Erfahrungen zu machen, um dann Richtwerte zu haben, wenn vielleicht mal der Komplettfall eintritt, umzusteigen. Was ich sehr stolz verkünden kann und darf, ist, dass wir Vorreiter waren, auf Herbizide zu verzichten. Das Ganze haben wir vor 3 Jahren getan, wo wir als erster Betrieb neben natürlich unserem staatlichen Weingut, was wir hier im Ort haben, die das auch von staatlicher Anweisung natürlich schon weit über 5 oder 6 Jahre tun, dass wir quasi den Verzicht auf Glyphosat vollzogen haben und mittlerweile auf eine mechanisierende Arbeitsweise umgestiegen sind, die dann aber auch immer, wie gesagt, abwägend mit dem Wetter und den Verhältnissen mit dem Haushalt, mit dem Wasserhaushalt der Rebe abzustimmen ist. Ist das das Bürgerspital, was du gerade angesprochen hast? Oder das Jugendspital? Wir haben in Hörstein eigentlich seit eh und je, seitdem eben Bestand ist, den staatlichen Hofkeller Würzburg angesiedelt. Außendienststelle Hörstein beinhaltet, wie gesagt, neben Hörstein auch noch Dorfbrunzelden und auch Großheubach, die eben von der Stelle hier in Hörstein koordiniert und auch organisiert werden. Und das heißt, du rennst dann tatsächlich im Weinberg auch mit dem Refraktometer noch rum und schaust, wie viel Zucker schon drin ist, weil wir eben vorhin schon gesprochen haben, dass das jetzt der Dreh- und Angelpunkt, zumindest nach bis dato war, was zumindest nach der Gesetzesidee die Qualität maßgeblich bestimmt. Also ich denke, der Zuckergehalt wird nach wie vor eine Rolle spielen, aber da geht man tatsächlich in den Weinberg hinein mit dem Refraktometer. Genau. Also ein Aspekt, glaube ich, ist ja auch immer die Kernfarbe, die Traubenkernfarbe. Ne? Die müssen, also weil man dann von der physiologischen Reife halt spricht, das ist auch noch so ein Buzzword vielleicht, glaube ich, wird relativ gerne an der Kernfarbe festgemacht, weil man damit eben die körperliche Reife im Prinzip unabhängig vom Zuckergehalt jetzt auch feststellen kann, wo es halt mehr um die Aromatenbildung dann geht. Genau. Letzten Endes. Genau, also wir haben es tatsächlich so gelernt, dass die physiologische Reife, die Öxle-Schätzung und die Öxle-Messung fast schon überholt hat. Einfach aus den Aspekten, dass wir natürlich dann schauen, Kernfarbe natürlich ganz richtig. Das ja aber auch schauen, ist die Traube und die Beere als sich komplett ausgereift? Habe ich, wie ist die Beschaffenheit der Beeren? Schale,
Wie ist es, wenn ich auf der Beerenschale separat vom Fruchtfleisch wirklich meine Aromen auch schon ein bisschen ja, erahnen kann? Das sind, wie gesagt, ganz wichtige Faktoren, die wir eben über diese Begehung im Weinberg dann, wir sagen immer dazu, diese 100-Beeren-Probe vollziehen. Das heißt, querbeet durch die Anlage geht's durch. Es wird in verschiedenen Teilabschnitten eben immer eine einzelne Beere entnommen, mal von oben, mal von unten, die Rückseite, Sonnen- und zu- und abgewandte Seite, so dass wir dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen, die wir uns dann, wie gesagt, selektioniert anschauen und dementsprechend auch in Abstimmung natürlich mit dem Öxle-Gehalt aus dem Refraktometer und natürlich auch noch eine ganz interessante Variante und auch sehr wichtige Indikator im Reifeprozess quasi mit meiner Säure abstimmen. Also die Säure und der daraus resultierende pH-Wert ist natürlich auch ausschlaggebend, wie pressierend ist meine Weinlese, wie schnell muss ich jetzt hantieren, um dann eben auch noch mit dem Lesegut im Keller weiter gut zu verfahren, ohne irgendwo in Schwierigkeiten zu kommen. Ja. Ja, das, wie du schon gesagt hast, das ist ultra spannend und die Zusammenhänge, die sind einfach nur faszinierend. Da könnte man wahrscheinlich 10 Stunden allein schon drüber sprechen. Ja, wie steuere ich den Lesezeitpunkt? Ja. Das sind wir wieder beim Laubwandmanagement. Da kann ich auch natürlich steuern und da kommt eben auch dann die Philosophie der einzelnen Winzer mit zum Tragen, ob die tendenziell aus welchen Gründen auch immer eine eher frühe Lese herbeiführen möchten oder bevorzugen oder manche wollen es extra lange hinausziehen. Wie man es dreht und wendet, irgendwann kommt der Zeitpunkt der Lese, der meiner Meinung nach, so wie es ich kennengelernt habe, folkloristisch ein bisschen überhoben ist. Wird ein wahnsinniges Brimborium drum gemacht in der Folklore, aber im Prinzip ist das wirklich der stressigste Moment im Winzerjahreslauf, so wie es ich kennengelernt habe. Ne? Das ist mit Sicherheit der stressigste, aber zugleich irgendwo auch der schönste Moment. Es wird ja dann tatsächlich deine Arbeit belohnt mit dem, das, was du quasi das ganze Jahr draußen sehr aufwendig betrieben hast, dass du dann diese Trauben eben in trockene Tücher bekommst. Es ist so, dass wir in unserem Betrieb selbst gut die Hälfte per Hand lesen und dann sind wir wieder bei dem Thema Literweine und natürlich Preis-Leistung und auch eben dem Fall der Aufwand, die andere Hälfte eben in einer Maschinengemeinschaft mit dem Vollernter dann ernten. Genau. Das heißt, wir sind da in einer sehr spannenden Zeit. Wir sind in einer Zeit, wo der Winzer natürlich auch sehr angespannt ist. Wo oftmals der Tag und die Nacht in einem übergeht, wo durchgearbeitet wird. Aber es ist, wie gesagt, auch meines Erachtens eigentlich die Belohnung zu dem, was wir das ganze Jahr betreiben und natürlich auch über das Jahr hinweg tatsächlich dann ja ein sehr, sehr prägender, ein sehr wichtiger, sehr wichtiges Ereignis. Und wenn die Trauben dann mal auf dem Hof sind, dann werden sie letzten Endes verarbeitet. Sprich, es geht los mit der Quetschung und Pressung, also den Saft zu gewinnen, den Most zu gewinnen. Genau, also wie gesagt, die jeweiligen Weinberge, die wir doch schon seit Anfang des Jahres dann über den Rebschnitt der jeweiligen Weinqualität und eben auch der Weinlinien zugeordnet haben, haben dann unterschiedliche Traubenannahmeverfahren. Das heißt, wir haben oftmals Partien, die direkt gekeltert werden, das heißt dann auch Ganztraubenpressung. Unter anderem wird oftmals auch mit dem Stielgerüst abgepresst. Das nächste ist so, dass wir aber auch ganz gerne mit Eichenstandzeit arbeiten, um Saftaufschlüsse zu bekommen, um Aromavorstufen herauszukitzeln, mitzubekommen. Natürlich beim Rotwein, um die Farben zu gewinnen, um einen Rotling unwahrscheinlich interessant zu gestalten. Dafür sind diese Varianten mit Maischestandzeit immer sehr interessant. Wir arbeiten dann oftmals auch mit den Möglichkeiten wie mit Trockeneis, dass wir eigentlich, wie gesagt, immer wieder, aber unter der Voraussetzung der später daraus resultierenden Qualität immer unsere Farbpläne haben. Fahrplan klingt jetzt in gewissermaßen vielleicht sehr geradlinig und machen wir so wie immer. Was natürlich nicht der Fall ist, weil ausschlaggebend ist immer das Lesegut, das, was ich reinbekomme. Und da, wie gesagt, ja auch die Qualität draußen im Weinberg gemacht wird,
ist es eigentlich immer so, wie ich mir das vorstelle. Und dementsprechend wird dann für den jeweiligen Wein eben das Verfahren angewandt. Ja. Mhm. Ja. Ja, also da klingt einfach raus, dass es halt nicht nur, aber durch das Wetter, durch den Jahrgang halt einfach vom Winzer eine relativ ausgeprägte Flexibilität und vor allem halt auch Know-how gefragt ist, wie ich auf die einzelnen Rahmenbedingungen halt richtig reagiere. Da geht es noch gar nicht um Stilistik, sondern erstmal ums handwerkliche Grundgerüst, damit ich halt die Sache im Griff habe, ne? Soweit ich es halt im Griff haben möchte. Aber das kann man sich, wenn man es noch nicht selber miterlebt hat oder auch mal sich angeschaut hat auf dem Weingut, hat man da eine sehr schwere Vorstellung, wie viel Stellschrauben es letzten Endes tatsächlich halt gibt und die zum Teil auch in Wechselwirkung stehen und wo die Sache halt wirklich sehr schnell kompliziert wird. Und am Ende des Tages. Das eine oder das andere aufhebt. Genau. Und am Ende des Tages ist das letzten Endes auch irgendwo der Grund dafür, warum eine langjährige Erfahrung durchaus unbezahlbar ist und die man es einfach auch viele Jahrgänge braucht, bis man mal wirklich eine Lage, sage ich mal, jetzt vielleicht richtig im Griff hat. Also ich, auf was ich da hinaus möchte, ist immer, was mich überrascht, ist, wenn ich mit Winzern spreche oder Weingüter besuche oder auch irgendwelchen Verkostungen Weingüter verteste, die, ja, ich sage jetzt irgendeine Hausnummer, 10, 13 verschiedene Rebsorten haben, wo ich mir immer denke, also Respekt, ja, es hat Vorteile, verschiedene Lesezeitpunkte, es ist eine Diversifizierung, es ist eine Risikostreuung, alles schön und gut. Aber für mich ist einfach Frankreich immer der Nabel der Welt in der Weinwelt und dort ist in vielen Bereichen Fokussierung einfach schlicht und einfach alles. Und wenn du dir die großen Weinbaugebiete anschaust, wenn es mehr wie 4, 5 Rebsorten sind, die dort bis zur Weltklasse getrieben werden, dann ist es schon viel. Also es gibt ja viele, nehmen wir mal das Burgund, die kommen im Prinzip mit 2 Rebsorten aus. Und Graz-Burgund ist das Weinbaugebiet, wo seit Jahrhunderten eben diese Lagendiversifizierung und Untersuchungen betrieben werden. Auch hier waren es ja wieder die Mönche, die damit angefangen haben. Also die beschäftigen sich seit Jahrhunderten mit nichts anderes, auf welchen Quadratkilometer sich der Spätburgunder oder der Chardonnay verhält. Also das ist für mich einfach das Extrembeispiel, was Fokussierung bedeutet. Aber nur so, denke ich, ist es auch meinem Verständnis nach halt möglich, wirklich eine ausgezeichnete Qualität hinzubekommen, weil ich meine ganzen Rebanlagen, die ich eben habe und die Rebsorten, die dort wachsen, auch wirklich erst über die Jahre hinweg verstanden haben muss, wie der Weinberg funktioniert, unter welchen Rahmenbedingungen. Und ich kann mir das schlechterdings vorstellen, dass kleine Betriebe diese Perfektion erreichen können, wenn die 14 verschiedene Rebsorten anbauen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ne? Also naja. Bin ich ganz deiner Meinung, bin auch dementsprechend froh, dass mein Vorgänger oder eines der großen Vorteile, die mein Vorgänger ja mit seinem einfach gestreckten Weingut so ein bisschen vorgelebt hat, dass wir natürlich auch nicht dieses riesengroße Spektrum an Rebsorten haben, sondern ich spiele dann eher immer auf der einzelnen Ebene. Das heißt, ich nehme die Rebsorte her, zerlege die lieber mal in einzelne Verfahren und habe dementsprechend dann eben auch darüber meine Lerneffekte bekommen, wie sich die Rebsorte in unterschiedlichen Anbauvarianten oder Ausbauvarianten, muss man ja sagen, verhält. Und habe natürlich darüber auch erkannt, und das hat jetzt auch natürlich eine gewisse Weile gedauert, bis man das erkannt hat, wo welche Qualität wächst und gedeiht. Man weiß es einfach natürlich durch Überlieferungen, man weiß es auch nicht umsonst, haben natürlich namenhafte Lagen, die es natürlich auch hier in unserem Stadtgebiet gibt, nicht umsonst ihren Ruf, aber man musste es natürlich auf eigene Erfahrung lernen, kennenlernen, experimentierend quasi auch in gewissermaßen. Und von daher bin ich da ganz auf deiner Seite, bin auch froh drum, dass wir gar nicht so die großen Rebsortenspiegel haben. Und muss natürlich auch sagen, wir sind nach 5 Jahren immer noch silvanerfrei. kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist jetzt das beste Beispiel. Aber wir werden jetzt im kommenden Jahr eine kleine Fläche mit Silvaner bestocken, um das, wie gesagt, auch in gewissermaßen mal auszuprobieren und dann immer noch zu sagen, ob ja, reinsortig bei uns auf jeden Fall. Der Renner können wir uns vorstellen.
oder okay, lassen wir verschwinden. Und genau, wir haben es wenigstens aber mal ausprobiert. Und ich denke, das kann erst funktionieren, wenn man weiß, wenn man auch in gewissermaßen seine Abläufe kennen und schätzen gelernt hat. Bei uns ist es wirklich so, wir haben bis heute auch noch an keiner großen Prämierung im Frankengebiet teilgenommen, weil ich wollte einfach diese persönliche Bestätigung haben, meine Weine zumindest 5 Jahrgänge lang immer wieder so hinzubekommen, wie ich mir das vorstelle. Und ich denke, das ist genau das, was wir gesagt angesprochen haben eben. Naja, ich glaube halt einfach, dass die, aber es ist nicht nur beim Weinbau so, sondern überall, wo die Natur reinspielt, ist im Prinzip einfach ein Stück weit Chaos vorhanden. Das soll heißen, es gibt einfach eine Vielzahl von Variablen, wo man die Zusammenhänge nicht versteht oder noch nicht kennt oder auch die Eindeutigkeit nicht so klar ist. Und ich muss einfach versuchen, möglichst viele Variablen festzuhalten, um die einzelnen Veränderungen in ihrer Auswirkung zuordnen zu können. Und da muss ich einfach möglichst viel konstant halten. Die Natur bringt Variablen genug, wo ich jedes Jahr aufs Neue überrascht bin. Und deswegen, je fokussierter man da arbeitet, ist mein Eindruck, desto besser funktioniert es auch. Jetzt habe ich richtig Durst, muss ich sagen, und Lust auf deine Weine. Und ich würde sagen, ich verschwinde mal kurz in meinen Weinkeller und hole die Flaschen. Ja, dann melde ich mich zurück aus meinem Weinkeller und als allererstes nochmal ein großes Dankeschön an dich, Nils. Du hast mir ja hier wirklich großzügig Wein zur Verfügung gestellt. Also ganz herzlichen Dank dafür, freut mich sehr. Weil das war eigentlich mein Ziel, warum ich nebenberuflich in die Weinbranche eingestiegen bin. Ich wollte kostenlos Wein trinken, wenn nicht dafür bezahlt zu werden. Das war eigentlich mein Antrieb, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen dachte ich mir, ja, der Plan fängt an aufzugehen. Also, nee, aber ganz im Ernst, vielen lieben Dank. Der Lernfaktor ist natürlich dabei ja auch noch gegeben. Also von absolut, daher hat dann das Schöne mit dem Nützlichen vereint. Genau. So soll es ja sein, genau. Deine Weinpreisliste, wie sie im Internet auch auf deiner Seite zu finden ist, liebe Hörer, findet ihr natürlich den Link auf die Homepage von Nils Weingut in den Shownotes und auf meiner Seite. Und auch die Weinliste wird es dann über meine Seite und die Shownotes zum Download geben. Da könnt ihr euch dann die ganze Produktpalette anschauen, was der Nils eben im Angebot hat. Und er hat mir einen guten Querschnitt aus seinem Sortiment, wie gesagt, zugeschickt. Und wir fangen an mit Müller-Thurgau. Ne? Der erste ist der 2018er Hörsteiner, Müller-Thurgau, 6 Morgen. 6 Morgen heißt was? Sechs Morgen, da sind wir dann wieder eigentlich so am Anfang unseres Podcasts. Und zwar ist das wirklich ein alter Lagenname. Und zwar der Lagenname meines allerersten Weinberges, befindet sich Größenordnung so auf einer Höhe von knapp 300 Metern, etwas unterhalb unseres Hausberges, dem Hahnekamm. Man muss dazu sagen, ist eine sehr alte Parzelle, ist tatsächlich von meinem Vorgänger, knapp 30. Standjahr momentan. War quasi, wie gesagt, meine Ausgangssituation, mein allererster Weinberg, den ich wieder zurück hatte. Der Name oder der Namensbezug 6 Morgen kommt, denke ich mal, aus der Größeneinheit, die man ja irgendwo im Fränkischen oftmals von Ortschaft zu Ortschaft so an einem Morgen bewerkstelligen konnte. Eben da waren es 6 Morgen lang Arbeit oder Weinbergsfläche, die da zu stemmen galt. Und da kommt, wie gesagt, der Name 6 Morgen her. Wir nehmen Bezug einfach, wir haben das ganz gern so in unserer Einfach-Nils-Weinlinie etabliert. Im Großen und Ganzen muss man dazu sagen, findet man neben unseren Literweinen, die ja eben so diese grundsolide Substanz und Basis darstellen, dann die Steigerung mit den 3 Buben. Die 3 Buben, das ist unsere Weinlinie, da werden wir gleich, denke ich, auch noch drauf kommen, eher etwas leichter, lockerer gehalten. Man könnte durchaus auch sagen, unsere Gutsweine, ehe dann, wie gesagt, schon mit dem Einstieg der Ortsweine eben die Einfach-Nils-Linie zustande kommt, dem der 6 Morgen Müller-Thurgau angehörig ist. Und gesteigert wird es bei uns dann noch mit den Lagenweinen,
Also wir arbeiten uns, wie gesagt, wie man gerade raushört, unsere Qualitätspyramide zur Spitze hin nach oben, dann an der Spitze angekommen mit unseren 10 Stückern. Die 10 Stücker sind einfach dann charakteristisch für unsere Hörsteine-Lage, dem Abzberg vorgesehen, die dann, wie gesagt, dann auch gleich in der Parallelverkostung mit diesem Müller-Thurgau dann auch nochmal jetzt ausstehen. Ja, das heißt, von der Nomenklatur bist du ja da ja schon beim VDP jetzt. Ja. Ich meine, Ortswein und Gutswein haben die ja auch aufgenommen. Da haben sie aber keine Markenrechte drauf, sondern erst auf die Begriffe erste Lage und große Lage. Die haben sie ja schützen lassen. Deswegen verwendest du die logischerweise dann nicht. Aber Ortswein und Gutsweine heißt es beim VDP eben auch. Ne? Das ist schon, genau, denke ich, auch so die Anlehnung, was du gerade angesprochen hast, auf das, was wir eingangs besprochen haben. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Rebsorte zu sprechen kommen, Müller-Thurgau. Ich sag mal, eine Rebsorte, die eine Zeit lang meines Wissens nach ein bisschen ein Rufproblem hatte. Aber ich hatte es ja auch schon im Podcast im der 12. Episode, BVLG 12 vom 27.07.19, hatte ich zum Beispiel einen Winzerkollegen als Wein der Woche besprochen, den Stahl, der meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Müller-Thurgau macht. Und in dem Zug habe ich eben auch erwähnt, vom Bodensee die Müller-Thurgau und nicht zu vergessen natürlich den Feldmarschall vom Tiefenbrunner, der meiner Meinung nach der weltbeste Müller-Thurgau ist. Lange Rede, kurzer Sinn, eine Rebsorte, die aus gerne hören, habe ich jetzt schon öfters auch erzählt bekommen, dass es eben auch beim Weinbau zu Ende gedacht, das regionale Produkt gehört natürlich dann beim Holzfassausbau auch heimische Hölzer dazu. Ja, das ist so einfach einen Schritt weiter gedacht, die Idee der regionalen Herkunft. Ja, und was Batonnage und Toasting ist, liebe Hörer, könnt ihr auch in meinen Wein-Online-Kursen und gleich im ersten Kurs hören. Da behandle ich nämlich die ganzen Arbeitsschritte während der Gärung oder auch nach der Gärung und versuche eben auch da die Begriffe zu klären und explizit auch eben die Batonnage und das Toasting. Ja, wenn man reinriecht, fällt mir zunächst mal auf, ist vielleicht ein Tick verhaltener in der Nase wie der davor. Kann jetzt aber auch daran liegen, dass er sich eben erst ein bisschen entfalten muss, dass er vielleicht ein bisschen Sauerstoffkontakt bekommt. Hat aber tatsächlich diese Muskatnote, die du vorher erwähnt hast, geht für mich vielleicht auch so ein Ticken in Richtung Rosenblätter. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist so eine leicht tropische Frucht hat er auch für so Maracuja. Also diese herbtropische Geschichten kann ich mir da ganz gut reindenken. Aber auch deutlich Pfirsicharomen aus. Es ist schon diese sehr, sehr reife Pfirsich. Ne? Aber ich glaube, das ist das, was man sehr positiv über den Müller-Thurgau halt festhalten kann in der Aromatik. Das ist genau das, was er eigentlich können soll und können muss. Ja. Ja. Interessant jetzt auch wieder für die Freaks unter uns, der hat jetzt 1% weniger Alkohol. Das heißt, du hast dort im Anbau schon mehr drauf geachtet, dass die Zuckerwerte nicht so hoch gehen oder liegt es einfach an der qualitativ höheren Lage? Was ist da das Geheimnis dahinter, dass der eigentlich höherwertigere Wein niedrigeren Alkohol bei annähernd gleichen Restzucker hat? Tatsächlich fasst es ja wunderbar in seinem Podcast auf. Also wir haben hier wirklich einen höheren Aufwand betrieben, angefangen, wie gesagt, nicht nur beim Ertrag regulieren, sondern eben natürlich auch über das Laubwandmanagement. Und wie gesagt, wir haben in dem Fall die Laubwand sogar sehr flach gehalten, also relativ weit unten auch schon abgeschnitten, so dass wir von der assimilierenden Fläche quasi einiges weggenommen haben, wo ja dann die Zuckereinlagerung, die Umwandlung zum Zucker und dann damit Einlagerung in der Beere ja gar nicht so gegeben war und ist. Und somit kommt, wie gesagt, hier eben der etwas oder ziemlich genau ein Promille geringere Alkoholwert zustande. 1% meinst du? Ja. Ja, weil es Promille gesagt, das Promille ist dann das, was wir im Blut haben. Da kostet ein Promille. Ja, genau. Vielleicht auch das. Also was auf jeden Fall auffällig ist, die Länge ist unterschiedlich. Also die ist länger. Der Wein ist für mich jetzt länger wie der erste.
Da kickt auch noch mal so eine kleine prickelnde Säure im Abgang mit rein. Und ich glaube, das ist einfach jetzt auch der Hefestandzeit und dem Ausbau im Holzfass geschuldet. Er wirkt halt insgesamt ein bisschen breiter und abgerundeter wie der erste. Das ist halt genau das, was diese Ausbautechniken halt mit sich bringen dann. Ne? Bisschen weg von der Frucht, wobei ich finde, das Maracuja und Muskat, finde ich, ist für mich schon prägnant, aber wird halt ein bisschen harmonisiert, nennen wir es mal vielleicht so, durch die zusätzlichen Sekundäraromen aus dem Holzfassausbau, wird einfach eingerahmt in ein komplexeres Aromenspiel. Ne? Es ist nicht nur die reine Frucht, sondern du hast ja eben auch versucht, durch Anbau, Ausbautechniken dem Ganzen noch ein Krönchen oben drauf zu setzen. Ne? Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, finde ich, von Balance, was ja für mich einer der vier objektiven Qualitätskriterien ist, dass Balance nicht nur zwischen Säure und Zucker wichtig ist, sondern eben auch zwischen Primär- und Sekundärfrucht. Und das ist genau jetzt das, wo halt hier die Komplexität gesteigert wird durch zusätzliche Sekundäraromen unter leichten Einbußen auf der Fruchtseite, aber es wird halt nicht total überlagert oder ausgestochen, sondern es ist halt mehr eine Ergänzung im Sinne von Komplexitätssteigerung. In die zweite Reihe gesetzt, genau. Genau, ja. So ist es. Aber schon sehr lecker auch, also mal abgesehen von dem ganzen fachlichen Gefasel, aber lecker. Wir haben tatsächlich das so ein bisschen etabliert in unserem Betrieb, zumal es es ja vorher gar nicht gab, dass wir eben diese 10 Stücke auch erst nach einer gewissen Zeit eben auf den Markt bringen. Das ist so, dass ich die dann mehrmals über das Jahr von mir, natürlich auch von dem einen oder anderen geschätzten Kollegen mit zusammen probiert werden, sodass wir dann sagen, hier ist der Punkt gegeben, wo wir sagen, der Kunde hat auf jeden Fall ab jetzt einen sehr interessanten und zumal auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr gebürtigen Wein, der ihm angeboten wird. Aber nichtsdestotrotz sind diese Weine eigentlich auch etwas auf die Zeit ausgebaut. Also die werden wirklich auch erst von Jahr zu Jahr, so meine Erfahrung jetzt immer wieder, interessant oder interessanter. Und von daher kommt es, wie gesagt, zustande, dass wir natürlich jetzt hier momentan mit dem 18er Jahrgang in dem Fall für ein Kabinett aus unserer doch etwas besseren Weinlinie eben natürlich noch einen etwas verhalteneren Stil im Gegensatz zu dem natürlich auch schon auf dem Markt befindlichen 6 Morgen haben. Das ist, wie gesagt, wirklich das, was du eben auch schon erwähnt hast. Ja. Also vom Lesegut war es Kabinettsqualität dann. Ja, genau. Wäre sogar spätlesig möglich gewesen. Spätlesig. Ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich komme da immer vom Hundertste aufs Tausendste und die Hälfte der Hörer ist dann irgendwann weg vom Fenster, weil es dann zu viel Information wird. Aber ich finde das zum Beispiel auch eine Sache, die in dem neuen Weingesetz vielleicht aufgelöst werden muss, dass Downgrades möglich sind. Ja, weil damit, glaube ich, verwässert man auch ein bisschen die Aussagekraft von den Prädikatstilen, weil gerade Auslesen halt sehr schwer verkäuflich sind, werden viele Auslesen aus Spätlesen verkauft, weil Auslesen vermeintlich immer mindestens halbtrocken sind, was ja gar nicht stimmt. Aber durch das, dass eben Downgrades möglich sind, verlieren vielleicht die Prädikatsstile ihre Klarheit oder Abgegrenztheit, weil ich hätte jetzt auch gesagt, rein geschmacklich hätte es für mich einen Spätlesecharakter eher gehabt, aber nachdem es gesagt hast, okay, mit Laubmanagement habe ich versucht, den Zucker einzubremsen, hätte es auch eine Erklärung sein können, am oberen Rand vom Kabinettsbereich zu liegen, aber ja, so macht man es halt dann doch, weil man halt vielleicht auch mehr den Kabinettstil gewollt hat, aber das Jahr einfach zu warm war und dann mit Kabinett kann halt jeder was anfangen und Spätlese hat ja auch schon oft so, ich meine, ich kenne die Kundenstämme ja auch, Spätlese ist dann schon auch preislich oft nicht mehr so interessant und das schreckt die Leute einfach dann vom Etikett ab. Ja. So. Ja, genau, da sind die Leute einfach tatsächlich sehr aufs Etikett fixiert. Da ist dann leider Gottes weniger das, was in der Flasche drin ist, prägnant, sondern da geht es wirklich über das Etikett und dann sind das ganz kurze Gedankengänge und dann ist tatsächlich die Spätlese da. Hast du schon Erfahrungen, was in Bezug auf Reifepotenzial darstellt? Ich denke, der erste Wein ist jetzt kein Wein,
den man jetzt reifen lassen muss. Aber der wird jetzt auch 2-3 Jahre auf der Flasche durchhalten. Sicherlich kein Problem bei der Säure. Aber bei dem zweiten, bei dem Abtsberg Müller-Thurgau, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass der vielleicht auch das ein oder ein Jahr länger noch durchhält und vielleicht nochmal auch ein Stück weit ein Potenzial hat da. Genau, also wie eben schon von mir erwähnt, dadurch, dass er in diese Weinlinie der 10 Stücker untergebracht ist, sind es tatsächlich Weine, die wir eine gewisse Zeit lang einfach auch verkaufen möchten, beziehungsweise dem Kunden, wenn er sich da damit dann eingedeckt hat, eben auch zu Hause den Spaß mitgeben möchten. Da müssen wir sagen, wir haben jetzt momentan so die Jahrgänge 16, gerade auch von dieser alten Rebe. Und die sind momentan, muss man wirklich sagen, ein Gedicht. Gehe ich da sogar nochmal eine Steigerung weiter und probiere die Rieslinge aus 2016. Also da sind wir mittlerweile an einem Stand, dass wir sagen, der ist auf der Liste gar nicht mehr gelistet, ist gar nicht mehr im Verkauf, dieser 16er. Aber wir haben ihn, wie gesagt, eben noch für unsere doch auch gereiften Weinfreunde beziehungsweise eben auch für die Weinkenner und Schätzer natürlich eben noch im Verkauf, wo wir sagen, also wirklich außerordentlich interessant und wir gespannt sind, wie sich jetzt weitere Jahrgänge, sei es wie gesagt 17, 18, dann in den kommenden Jahren noch entwickeln. Also du legst auf jeden Fall auch ein paar Kistchen zurück, um die Entwicklung mitverfolgen zu können. Genau. Also wie gesagt, nicht nur für gewisse Kunden, die wir natürlich haben, sondern eben auch für den eigenen, für das eigene Interesse und natürlich auch für die eigene Vermarktung. Also es wird dann natürlich in gewisser Form in Altweinproben, das wird über den gereiften Weinproben und natürlich eben auch über die Vermarktung sehr genutzt und auch mittlerweile gut angenommen, muss ich sagen. Ja, 8 Euro kann ich nur sagen. Also ich glaube, er würde sich auch für mehr verkaufen, sage ich es mal so. Ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben preislich gesehen. Ich habe schon viel Wein getrunken für 8 Euro, der deutlich schlechter war. Also das, weiß nicht, hast du da Ambitionen da noch ein bisschen, weil ich meine, für dich ist es ja auch der Lebensunterhalt. Sind wir die letzten 2 Jahre tatsächlich dabei, das immer so kontinuierlich anzupassen. Alles beruht natürlich wieder auf die Betriebsübernahme. Ich habe es ja mehrfach angedeutet, dass bei uns die Literflasche eben auch sehr günstig verkauft worden ist von meinem Vorgänger. Das heißt, man musste natürlich erstmal jetzt momentan aus dieser Glocke rauskommen. Und jetzt, denke ich mal, haben wir doch auch eine gewisse Auswahl eben auch in diesem Bereich der, ich sag jetzt mal, höherpreisigeren Weine, dass wir sagen, okay, mittlerweile hat es die Kundschaft auch verstanden, mittlerweile akzeptiert es die Kundschaft und da können wir durchaus, wie gesagt, diese leichten Sprünge nach oben immer wieder mal wagen. Ganz interessant, ich sag mal Größenordnung, so in 14 Tagen kommt unsere neue Preisliste raus. Also es ist wirklich auch interessant, wenn ich in den vergangenen Weinen oder Preislisten blätter, wie diese Sprünge tatsächlich stattgefunden haben. Aber natürlich nicht einfach nur durch Preisaufschläge, sondern ich denke, man hat es im Podcast jetzt doch auch immer wieder gehört. Es steckt auch der dementsprechende Aufwand dahinter, so dass ich sage, also man lässt sich das natürlich dann auch bezahlen. Und die Kundschaft ist natürlich auch bereit, es zu bezahlen. Und dann sollte das, wie gesagt, auch da in dieser Richtung natürlich immer angepasst eben an die Weinqualität mit den Preisen erfolgen. Ja, für mich ist halt der Preis auch einfach immer ein Stück weit Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit, die halt drinsteckt. Ne? Ergänzend, ihr hört ja die Folge frühestens am 18.07., weil da werde ich die Podcast-Episode dann veröffentlichen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt findet ihr natürlich in den Shownotes bereits dann die überarbeitete Weinpreisliste, auch wo dann die Weine, die wir heute verkosten, erwähnt sind. Dann kommen wir zum dritten Wein, worauf ich mich ehrlich gesagt am meisten freue. Und zwar nennst du den Luke, da wirst du gleich ein paar Sätze verlieren vielleicht, wie es zu den Namen kam. Aber es ist eben ein Weißburgunder oder du nennst ihn auf der Flasche Pinot Blanc. Klassifiziert ist er als deutscher Wein, das wirst du auch gleich erläutern, warum das so ist. Ich ahne schon warum, aber ich würde es gerne aus deinem Mund hören.
Und das Ganze nennst du auch, was heißt nennst du? Es ist ein Orange Wein, das heißt auf gut Deutsch, es ist ein Weißwein, der Maische vergoren ist und damit ähnelt die Erzeugung mehr eigentlich dem des Rotweines, was schlicht und einfach zu mehr Extrakt im Aroma und im Farbraum führt. So, ich schenke es mir ein und sag Feuer frei für die Erklärung dieses Weines. Das, ich denke mal, da kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Ansatzpunkt, auch was wir eben schon besprochen haben, denn wir haben jetzt hier Jahrgang 2016 im Glas. Mhm. Einerseits könnte man sagen, unsere erste Erfahrung auf dem Gebiet Orange Wine. Andererseits haben wir dann natürlich jetzt hier auch schon einen Weißburgunder im Glas, der eben schon seine 4 Jahre auf den Schultern hat. Für einen Orange Wine muss man wirklich sagen, immer noch sehr weintypisch ausgebaut. Sonst würde man ja eher sagen, Orange Wein hat weniger mit Wein zu tun, ist vielleicht in Anführungszeichen gewöhnungsbedürftig, schmeckt erst auf dem zweiten Schluck. Also sind alles so Argumente, die natürlich da mit einspielen. Wie du schon erwähnt hast, wir sprechen von einem Weißwein auf der Maische vergoren. Das heißt eigentlich nach einem sehr klassischen, auch da wieder nach einem sehr traditionellen Verfahren, wie man, wie gesagt, ja auch die ersten Weine seiner Zeit, ich glaube, ja weit über 7000 Jahre damals in Georgien, ja doch auch schon angebaut hat. Ich denke mal, bei uns nach wie vor immer noch ein Nischenprodukt, aber ein sehr interessantes Nischenprodukt. Hier stehen nie die großen Mengen dahinter, was es natürlich einerseits interessant macht, andererseits natürlich über die ganze Story dahinter, die wir natürlich dem Kunden aber auch erstmal erzählen müssen, wenn er dazu kommt, sich eine solche Flasche zu kaufen, beziehungsweise die Entscheidung trifft, so eine Flasche zu kaufen. Ich denke, wie gesagt, bei uns eine ganz interessante Variante, einfach auch mal dem normalen Wein etwas abzuschweifen und dann da eine etwas andere Weinrichtung zu probieren. Ich denke, zur Ergänzung ganz kurz, Nils, es handelt sich höchstwahrscheinlich um Spontanvergärung, oder? Richtig, genau. Ja. Wir fangen bei diesen Weinen an, auch da bereits im Weinberg unsere Kategorie, unsere passende Parzelle rauszusuchen. Ich sage jetzt mal im Weinanbau, im Weinberg sind wir da eigentlich ja auf einem ganz moderaten Kurs unterwegs. Das heißt, wie in den vorherigen Fällen schon mal erwähnt, kommen wir so auf knapp 70 Hektoliter auf dem Hektar. Wir arbeiten im Gegensatz da natürlich ein bisschen über die Entblätterungsmaßnahme. In diesem Fall bei diesem Wein damit gehen auch auf eine komplette Handlese mit rausselektionierten Beeren. Das heißt, alles, was wirklich nicht vollreif beziehungsweise auch nur den Ansatz von nicht für uns besten Lesegut hat, wird da von unseren fleißigen Lesehelfern rausselektioniert. Also du machst da mehrere Lesen oder eine nur? In dem Fall ist es nur eine. Die ist, wie gesagt, sehr penibel und sehr genau, denn wir können uns, wenn wir dann, wie von dir eben schon erwähnt, mit dem nächsten Arbeitsschritt der Spontanvergärung beschäftigen, wirklich nur mit voll reifen und zumal eben auch 100% gesunden Trauben beschäftigen. Und das heißt, unsere Lesetruppe wird dann angeordnet, diesen Weinberg eben in 2 verschiedene Eimer zu lesen. Eimer Nummer 1 ist, wie gesagt, vorgesehen für wirklich 100% gesund und geht in die Kategorie hier dieses Orange-Weines. Okay. Kategorie 2, mindestens genauso gesund, geht dann aber, wie gesagt, in das normale Weißburgunder-Segment. Wir tragen dann diese 40 Liter Behältnisse, diese 40 Liter Wannen, eben händig aus unserem Weinberg raus. Wir bringen die dann eben über den Lesewagen, über den Anhänger ins Weingut, fahren dann in diesem Fall über den Entrapper, über die Abbeermaschine, trennen quasi die einzelne Beere vom Stielgerüst, versuchen das Ganze, wie gesagt, auch immer auf eine sehr limitierte Menge nur auch zu einzustellen, gehen dann quasi in eine... Das heißt, wie viel Flaschen machst du da von dem? Ja, Flaschen stehen, ich sag mal, so Größenordnung meist nur 500 Stück dahinter. Okay. Das heißt, in dem Fall oder generell geht es dann mit diesen Trauben tatsächlich in ein gärfähiges Behältnis. Man hat seinerzeit ja die Erfahrung gehabt, oder auch aus dem klassischen Anbau kommt es wirklich aus diesem Quefri, aus diesen Tongefäßen, aus diesen handgefertigten Gefäßen, halt, ne? die,
die in der Erde auch natürlich vergraben sind, damit sie auch diesen Druck, diesem innerlichen Befüllen quasi auch gewappnet sind. Wir haben so ein Quefri, so eine klassisches Behältnis nicht. Wir haben auch kein Granitfass oder Granitbehälter. Man könnte jetzt tatsächlich für diese Variante auch ein Holzfass hernehmen. Wir nehmen aber eine ganz leseübliche Lesewanne her, steigen dann da natürlich mit gereinigten Füßen mindestens zu dritt oder viert in dieses Behältnis ein, tun das ganz klassisch von Fuß quasi mit Manpower anquetschen und tun dann dieses Behältnis gut verschließen. Gut verschließen heißt, dass natürlich die entstehenden Gärgase entweichen können, aber natürlich nichts aus der Atmosphäre eben reinkommt. Denn wir arbeiten von Anfang an wirklich hier auch mit einem ganz geringen Aufwand eben an Schwefel, weil wir wollen ja tatsächlich im Zuge des weiteren Weinausbaus hier auch eine etwas hochtönigere, eine etwas orangene, wenn wir es jetzt mal auf den Orange-Wein beziehen, orangene Farbe herbekommen und tun dann diesen Wein eigentlich spontan vergären, diese Maische. Das Ganze geschieht über Größenordnung, 2 Monate bis teilweise aber auch ein Vierteljahr, bis eben, wie gesagt, diese Gärung zum Ende gekommen ist. Man kann sich das dann vorstellen, dass sich der Jungwein dann am eher unteren Teil dieses Behältnisses eingefunden hat. Alle schwereren Teile, Beeren, Schalen, Kerne, alles, was wirklich über die Gärung dann auch mit auftreibt, hat oben dann eine Kruste gebildet. Diese Kruste dient natürlich auch in erster Linie als Oxidationsschutz. Diese Kruste wird dann von mir ganz üblich mit dem Anstechhahn, also mit dem und da hinten befindlichen Schlauch dann durchgestochen. Wir fangen dann quasi an, diesen Jungwein abzuziehen. In dem Moment fällt dann natürlich auch dieser ganze gebildete Krustenkuchen während dem Abziehen zum Boden runter. Wir lagern das dann unmittelbar in dem Moment auch schon auch da in einem Holzfass ein. Auch da wieder die Spessart-Eiche gewählt. Je nach Stil, wie es gewünscht ist, oftmals gerade die 18er-Jahrgänge mit viel Alkohol, gehen wir dann auch in Erst- und Zweitbelegungen. In dem Fall der 16er, der uns jetzt im Glas ist, ist es aber eine Drittbelegung. Das heißt, das Holz sollte eigentlich nur etwas abrundend diesen Wein begleiten, dass wir uns diese Spontangäraromatik irgendwo auch erhalten, dass wir einfach einen sehr individuellen Wein damit auf die Flasche bekommen, der nicht ganz so vom Holz gepusht ist. Dennoch haben wir, ich denke mal, wenn du jetzt auch gleich ins Glas riechst, trotzdem einen Wein bekommen, der sehr von Holz dominierend ist. Im Nachhinein aber meines Erachtens gar nicht mal so der falsche Fehler, denn wir haben, wie gesagt, mit dem 16er-Jahrgang unseren ersten Schritt in diese Richtung gewagt. Wenn wir jetzt dann natürlich mit einem Produkt beim Kunden gekommen wären, der völlig weinfremd ist oder wo die Leute auch sagen würden, keine Ahnung, der Wein ist umgekippt oder im schlechten Fall, obwohl er einen Schraubverschluss hat, mir unterwerfen wollen, der hat Kork, dann sind es, wie gesagt, Punkte, wo ich sage, da spielt das Holz eigentlich sehr schön jetzt in diesem Fall mit ein. Der Wein ist mittlerweile sehr oder etwas gereift und da hat sich auch dieses Holz wunderschön mit eingebracht. Und davon, denke ich, haben wir jetzt die Kundschaft, stehen nur noch ganz wenig Flaschen dahinter, ehe wir mit dem 17er-Jahrgang dann kommen, haben wir aber die Kundschaft schön und interessant auf diese Materie Wein mal anderen Wein mitgenommen, etwas angefüttert und können dann, wie gesagt, jetzt mit dem 17er und auch 18er und jetzt jüngst mit dem 19er, der momentan auch tatsächlich noch komplett unbehandelt ist, wirklich beeinflussend immer wieder schön abholen, mitnehmen und dementsprechend hier auch an diesen Orange-Charakter etwas herangewöhnen, ohne dass dieser krasse Übersprung gegeben ist. Ja, also ich meine, Wein ist ja generell ein erklärungsbedürftiges Produkt, aber diese besonderen Weine, Orange Wines, Naturweine, auch wenn es den Begriff ja gar nicht geben darf, aber alle Weine, die jetzt, sag ich mal, ein bisschen off-mainstream sind, sind natürlich noch mehr erklärungsbedürftig wie die anderen Weine. Und ich habe es auch schon im Podcast erwähnt, natürlich, es sind
keine Massenprodukte. Das sind, ich meine das gar nicht abwerten, es sind halt Spielereien, die der Winzer halt macht, um sein Sortiment halt zu ergänzen, um vielleicht halt auch Weininteressierte, Weinfreaks auch anzusprechen und vielleicht auch ein bisschen selber am Experimentieren zu bleiben. Aber das sind natürlich keine Weine, auf die du deine Existenz jetzt aufbauen würdest. Sagen wir es mal so, ne? Da wird, glaube ich, mehr ein Schuh draus. Aber das sind eben Weine mit Ecken und Kanten, die halt aber besonders interessant sind und eben auch eine gewisse Einarbeitung in die Weinwelt halt bedürfen. Das ist jetzt kein Wein, mit dem man anfängt. Sicherlich nicht, ne? Und ich glaube, darin liegt auch letzten Endes die Erklärung, warum der deutsche Wein klassifiziert ist, ne? Weil er wahrscheinlich für einen Qualitätswein jetzt die Geschmacksprüfung nicht bestanden hat, vermute ich mal. Genau. Ja. Also es ist bei uns tatsächlich so, um das nochmal abzuholen, wie du schon erwähnt hast, es gibt mir immer wieder die Möglichkeit, mich selbst ein bisschen experimentierend da auszuleben. Deswegen stehen auch nie diese Mengen dahinter und schon gar nicht, dass wir auch auf diese Charge von Wein drauf angewiesen sind, um zu überleben. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Deutscher Wein ist es tatsächlich, weil er einfach aufgrund seiner Sensorik, auch seines Geschmacks, muss man sagen, einfach anstößt. Wir haben es von Anfang an gar nicht großartig probiert, in jeglichen Kriterien zu unterwerfen, sondern wir sind tatsächlich direkt auf den deutschen Wein gegangen, weshalb wir auch auf das Etikett Pinot Blanc schreiben. Es ist einfach so, dass natürlich gewisse Rebsorten oder die Rebsortenangabe beim deutschen Wein natürlich sowieso fakultativ ist. Das heißt, es ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, eine Rebsorte zu nennen. Wenn wir dann eine Rebsorte nennen, dann ist das Ganze aber auch begrenzt auf gewisse Rebsorten. Und so klassische Rebsorten wie der Weiße Burgunder oder auch Weißburgunder, die dürfen dann natürlich nicht auftauchen, aber Synonyme und da unter anderem natürlich der Pinot Blanc darf verwendet werden. Und damit wir einfach da den einen gewissen Charakter schon mal mitgeben, auch auf dem ersten Blick quasi auf dem Etikett aufmerksam machen, was trinke ich hier überhaupt? Neben dem doch sehr deutlichen und großen Namen Luke ist das dann einfach meines Erachtens auch wichtig gewesen, den Verbraucher da damit schon abzuholen und ihm, wie gesagt, zu zeigen, was ihn da im Glas erwartet. Deutscher Wein ist, wie gesagt, in dem Fall unser erster Berührungspunkt gewesen. Genau, man hätte es durchaus auch in der Kategorie Landwein beziehungsweise eben doch Landwein mit einbringen können. Ja, also es sind, wie gesagt, verschiedenste Faktoren. Wir sind, wie gesagt, gleich eben auf die Variante Deutscher Wein gegangen. Wobei ich gestehen muss, jetzt in deinem konkreten Fall, also die Landwein-Kategorie wäre ja dann Landwein Main gewesen, die ja umbenannt worden ist vor ein paar Jahren, um ja keine Verwechslungsgefahr mit einem Qualitätsanbaugebiet zu ermöglichen, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob die Klassifikation Landwein Main ein stärkeres Zugpferd wäre wie deutscher Wein. Ich glaube, das muss man auch schon relativ tief in der Materie drinstecken, um die Unterschiede da sich gewahr werden zu lassen und irgendwas daraus abzuleiten. Aber schön erklärt auf jeden Fall. Also die Unterscheidung, ich sage jetzt mal, für mich vermarktest du diesen Wein als Markenwein. Du stellst jetzt diesen Begriff Luke in den Mittelpunkt. Alles andere ist Nebenkriegsschauplatz, vielleicht aus einer gewissen Pflicht heraus auch Sachen auf dem Etikett zu nennen, aber im Verhältnis zu deinen anderen Etiketten stehen natürlich jetzt nicht, wie du es gerade schon gesagt hast, auf dem deutschen Weinetikett die Rebsorte nicht im Mittelpunkt, sondern Markenname. Und genau. Damit nimm das sicherlich in deinem ganzen Sortiment, wenn ich mir auch die anderen Flaschen anschaue, eine gewisse Sonderrolle ein. Ja, aber ich glaube, das soll er eben auch sein und das willst du auch noch mit dem Etikett herausstreichen. Ja. Genau, das streichen wir definitiv mit dem Etikett heraus. Wir haben ja diesen Bezug, muss man tatsächlich auch sagen, warum dieser Name Luke zustande kam, auch etwas mit auf das Etikett eingebracht. Und zwar haben wir zum einen neben dem sehr auffälligen Schriftzug, wie dieser Wein eben heißt, dann auch noch parallel ein Sonnenrad. Das Sonnenrad ist dann die weitere Erklärung, wie das überhaupt zu diesem Namen kam. Luke ist der keltische Sonnengott und die Gottheit des Handwerkes. Meines Erachtens zwei sehr
sehr zutreffende Eigenschaften, die auch genauso zum Winzer passen. Warum man jetzt auf dieses Keltische geht, das ist einfach dem Grund zugeschuldet, dass wir hier in unserer Ortschaft vor gut 30 Jahren, es ist jetzt wieder her, eine sehr interessante keltische Ausgrabungsstätte angerissen haben. Und in dieser keltischen Ausgrabungsstätte ist auch eines der ersten bauchigen Flaschenformen gefunden worden. Also man hat definitiv auch in dieser keltischen Bevölkerung den Wein schon genossen. Man hat auch, wie gesagt, diesen Wein transportiert und unter anderem in einer sehr bauchigen Flaschenform, die dem Boxbeutel etwas ähnelt. Wir würden jetzt niemals dahin gehen, sagen, dass es der erste Boxbeutelfund in Franken ist. Das würde schon gar nicht ich an meiner Stelle übernehmen, der sich den Boxbeutel komplett verabschiedet hat. Warum sollte ich dann da jetzt wieder den Boxbeutel aufleben lassen? Aber ich denke, wie gesagt, wenn du deinen Silvaner auf der Flasche hast, wirst du die Frage nochmal stellen, da bin ich mir sicher. Tatsächlich haben wir uns das auch schon gefragt, aber das sollte einfach nochmal so eine kleine Hommage eben an meinen Heimatweinort geben, der, wie gesagt, dann über diese Schiene abgeholt worden ist und, wie gesagt, ja auch dadurch wieder ein Alleinstellungsmerkmal und einfach was Außergewöhnliches ist. Und ein Wein lebt nur einfach mal von Geschichten und von Stories. Ja. Story 1 ist natürlich die ganze Geschichte der Weinbereitung rund um Orangewein. Und die zweite Geschichte ist in dem Fall, wie gesagt, einfach diese keltische Geschichte. Und zumal einfach auch das Handwerk im Winzerdasein eine große Berechtigung und Daseinsberechtigung hat. Und natürlich wir die Sonne brauchen, um überhaupt sowas ins Glas zu bringen, waren das für mich zwei Faktoren, die sich hier wunderbar auf dem Etikett vereinen lassen. Also zum Wein zurückzukommen, weg von der Story, hin zum Wein. Anfang, also der hat sich jetzt im Glas auch schon gewandelt, seit ich ihn jetzt aufgemacht habe. Und also er hat mich vom ersten Moment an echt geflasht. Und ich hatte anfangs, das vorherrschende Aroma war für mich fast Marzipan. Ja? Das war das, was ich hatte. Das war halt diese Holzaromatik, aber gar nicht so vanillig-süßlich, sondern hat eher tatsächlich so was Marzipaniges gehabt. Auch wieder unterstrichen von so einer gewissen Exotik. Also sicherlich gelbe Frucht, wenn eben nicht tropisch. Und das wandelt sich jetzt ein bisschen. Je länger der Wein offen ist, desto mehr kommt dieser, ich nenne es immer ganz gerne so ein Apfelwein-Aromatik, was Orange-Weins ganz gerne haben, die so halt in diese Apfelwein-Geschichte so ein bisschen mit reinstechen. Da gibt es sicherlich krassere Vertreter. Ja. Die Österreicher sind da ja immer sehr extrem. Ich möchte jetzt da keine Namen nennen, aber die Naturweine, Orangeweine, die machen, da weiß ich oft tatsächlich nicht, wo da der Unterschied zum Apfelwein noch ist. Aber also du könntest jetzt natürlich auch wieder ganz regional bezogen einfach den Bezug zu unserem benachbarten hessischen Bürgern ziehen, ja. Wo der Appleboy dann auch wieder mit reinkommt. Also ich denke, wie gesagt, deswegen war auch von Anfang an eigentlich klar, mit Holz etwas zu arbeiten. Wie gesagt, vordergründig war eigentlich durch dieses drittbelegte Fass, dass das Holz gar nicht so dominierend ist. Wie eben schon erwähnt, im Nachhinein bin ich sehr froh drum, denn es, wie gesagt, holt den Kunden auf einer etwas humaneren Schiene ab. Denn wenn wir, wie gesagt, tatsächlich mit diesem leichten Apfelweincharakter kämen, dann wäre das natürlich für den Kunden von Anfang an wahrscheinlich etwas infragestellend. Ich denke, deswegen gehört für mich hier einfach auch gewissermaßen das Holz dazu. Ja, wobei ich würde es jetzt rein vom Selbstanspruch wahrscheinlich schon auch ein bisschen kritisch sehen, da jetzt wirklich auf diese Parallele vielleicht zum Apfelwein zu gehen, weil der natürlich qualitativ ganz anders verortet wird. Ja. Und da hat der Wein jetzt eigentlich nichts verloren in der Liga, ja. Apfelwein. Definitiv nicht. Aber es ist halt dieses gärige Aroma, was ein bisschen Apfel hat, auch so ein Stechapfel, aber es ist halt sehr komplex. Es sind halt auch, das ist halt typisch für diese Weine, spontan vergoren, offen vergoren oder in der Amphore, dass die halt sich im Glas sehr stark wandeln und immer wieder neue Facetten zeigen. Das ist ja eigentlich das Interessante an der ganzen Geschichte. Ja. Und im Mund merkt man auch eine ganz andere Stoffigkeit, Grip auf der Zunge, da merkst du halt einfach die
gelösten Phenole aus der Schale, weil sie Gerüst hast gesagt, hast du nicht mit vergoren. Ne? Manchmal passiert ja auch das noch, um ein bisschen genau. Tannine mit rein zu kriegen, aber ja. Also bewusst haben wir, wie gesagt, die Rappen weggelassen, um, wie gesagt, erstmal moderat an diese Schiene ranzugehen. Mhm. Wie du schon gesagt hast, natürlich durch diese gesamte Variante und teiloffene Gärung haben wir jetzt auch hier nur 11,5% Volumen zustande gebracht. Das, wie gesagt, ja durch auch gewissermaßen durch diese offene Gärung zustande gekommen ist. Was halt in dem Fall noch ganz interessant ist, muss man wirklich sagen, dass wir diese Geschmackseigenschaft, dieses leicht, ja, ich würde sagen, sogar auch ein bisschen auch da mineralisch und auch ein bisschen dieses Erdige mit abholen. Also nicht nur irgendwo im Bouquet, sondern auch geschmacklich tatsächlich ein bisschen mit eingebracht haben. Und das weisen tatsächlich auch die weiteren Jahrgänge, die da jetzt, wie gesagt, dann auch noch ausstehen und mit 17 demnächst nachrücken, alle in dieser Form auch wieder auf. Wo ich sage, natürlich, das gehört irgendwo auch zu diesen Orange-Geschichten einfach dazu. Also erdig trifft es ganz gut, ne? Das hat schon so Unterholz vielleicht. Erdig, genau. Unterholz. Ja. Genau. Pilz ist oft negativ konnotiert im Wein. Zumindest beim deutschen Wein, aber ja, er hat schon so eine gewisse Erdigkeit auf jeden Fall. Super. Ich fand ihn durchaus gut und wir kommen ja gleich drauf, was die Besonderheit nochmal bei den Piwi-Rebsorten ist. Aber bei dem letzten Regent, wo wir jetzt probiert hatten in der letzten Folge, war es so, dass es durchaus ein leckerer Wein war, der fruchtbetont war, aber der jetzt zumindest bei dem Vertreter nicht durchscheinen hat lassen, dass er auch vielleicht Weine bringt, die ein großes Potenzial haben. Also es war jetzt eher die Fruchtbombe. Geschmacklich würde ich ihn sehr nah am Dornfelder verordnen, die wir das letzte Mal hatten. Und deswegen war ich jetzt eben auch so begeistert, eben auf deinem Rebsortenspiegel den Regent auch zu finden. Und du hast mir wieder zwei geschickt. Der erste ist dieser Drei Buben, der bei dir eben die Gutsweinschiene abdeckt. Ja, herrlich, das ist ja fast schon ein Violettrot, was hier ins Glas reinläuft. Super, ja, die Farbe ist einfach der Knaller beim Regent. Ja, bei Müller-Thurgau, das schneide ich dann aber raus, aber da fand ich eben das Spannende, dass es ja eigentlich eine Riesling-Kreuzung war. Ne? Und der Madeleine Royale ist dann auch eine sehr, sehr alte Rebsorte. Und Regent... ja, ich sag mal so, wahrscheinlich die fränkischste Piwi-Rebsorte anhand seiner Kreuzungspartnern. Wo soll er woanders wachsen aus seinem Franken? Ja? Also ich wiederhole es nochmal, auch wenn ich es in der letzten Folge gesagt hatte. Der Regent ist eine Kreuzung aus der Diana-Traube, die wiederum Silvana und Müller-Thurgau als Eltern hat. Und die zweite, und um das ist die Rebsorte, was sie dann letzten Endes zur Piwi-Rebsorte macht. Chambourcin ist eine französische Hybridrebe, die eben diese Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten in diese Sorte eingekreuzt hat. Und der Vollständigkeit halber nochmal gesagt, da ist die große Kunst, diesen eigentlichen Foxton aus diesen amerikanischen Einkreuzungen herauszuhalten. Und das ist beim Regent eigentlich sehr gut gelungen, was dazu geführt hat, dass er eben auch als Qualitätswein in Deutschland dann geführt werden darf. Das war meine Vorrede zum Regent. Und jetzt bin ich gespannt, wie es du zum Regent kamst, beziehungsweise was du mit dem vorhast und was du mit dem so treibst. Also der Regent wird bei mir im Betrieb natürlich ganz gern auch mal so als ähnlich wie der Müller-Thurgau, so ein bisschen als die Last bezeichnet. Natürlich waren eine Großzahl und Vielzahl meiner Rebflächen vormals vom Vorgänger schon bestockt. Ja. Unter anderem, wie gesagt, hier im Wasserloser Schlossberg mit dem Regent. Anfangs habe ich mir fast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil wir haben lediglich momentan zwei rote Rebsorten. Und davon, wie gesagt, ist eine der Regent. Der andere ist die Domina. Auch wieder typisch fränkisch.
So dass ich sagen muss, es sind eigentlich zwei rote Rebsorten, die man so gar nicht bräuchte. Oder die Domina von mir aus noch so am ehesten ihre Daseinsberechtigung hat. Aber so ein Regent, das war am Anfang schon echt schwer. Und naja, dann hat man dementsprechend auch nicht die besten Böden, wo man jetzt sagt, Rotweine sind hier bei uns wirklich teilweise ja, parzellenmäßig manchmal ein Flaggschiff, manchmal aber auch tatsächlich so, dass ich sage, gut, es ist halt ein roter Wein. Ne? Und von daher musste ich wirklich gucken. Jetzt hat es uns natürlich im Wasserloser Schlossberg ganz gut getroffen. Der Wasserloser Schlossberg ist doch auch oftmals mit Buntsandsteinen, zumindest Quadern und auch vereinzelten Steinsformationen gesegnet, sodass wir für Rotweinanbau schon mal ganz gute Bedingungen haben. Mhm. Aber natürlich dann darauf einen Regent zu setzen, das ist dann dementsprechend schon auch etwas gewagter gewesen. So hat es aber mein Vorgänger getan. Mittlerweile möchte ich ihn zumindest in der Drei-Buben-Linie, also sprich den ersten Wein, den wir jetzt ja auch vor uns haben, da gar nicht mehr missen. Denn er ist natürlich einerseits mit einer wahnsinnigen Farbe gesegnet. Er hat auch, je nachdem, wie man ihn ausbaut, ein sehr schönes Bouquet. Ich habe mal gehört, er wird als der kleine Bordeaux bezeichnet, also Farbe und auch teilweise vom Geruch her echt interessant. Nur geschmacklich, wenn wir dann an die ans Probieren gehen, flacht es natürlich etwas ab. Oder etwas ist schon, ja, da mal dahingestellt. deswegen habe ich dann auch sehr früh überlegt, was machen wir mit dieser Rebsorte? Wo gehen wir hin? Wo etablieren wir ihn? Jetzt muss man wirklich sagen, dass 95% dieser Rebfläche wirklich in unserem Gutsweinsegment untergekommen ist und da eben in dieser Drei-Buben-Linie. Es ist so, dass diese drei Buben an sich, dahinter stehen drei verschiedene Weine. Einmal ein Weißer, ein Weißburgunder, dann einmal ganz fränkisch unseren Rotling, also sprich als etwas Rosé-Variante. Und dann, wie gesagt, als Rotwein haben wir jetzt hier den Regent untergebracht. Und das war tatsächlich eigentlich mit die beste Lösung, die wir haben konnten. Denn wir haben hier in diesen drei Buben oftmals sehr bekömmliche, tatsächlich auch eher in Richtung halbtrocken tendierende Weine untergebracht, die einfach, wie gesagt, auch so dieses typische Sommerwein-Feeling vermitteln. Und da ist eigentlich der Regent in unserem Haus sehr gut untergebracht und untergekommen. Wir haben in dem Fall jetzt einen Regent im eher halbtrockenen Bereich vor uns stehen, den wir tatsächlich auch gewollt so hinbekommen, weil wir einfach sagen, dass dadurch dem Wein, der wie gesagt ja farblich und auch von der Sensorik her vielleicht gar nicht mal so viel Negatives nachgesagt wird, aber zumindest geschmacklich noch irgendwas ein bisschen mitgegeben wird. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, so in Richtung halbtrocken oder zumindest diesen deutsch trockenen Bereich, also irgendwo alles im Bereich von 8,5 bis 9,5 oder 10 Gramm Restzucker sich als sehr gut erwiesen hat. Und wir bekommen jetzt tatsächlich auch immer wieder doch das große Lob, dass ein solcher Rotwein eben in dieser Linie eigentlich die beste Entscheidung war. Mhm. Und von daher müssen wir sagen, ist es wirklich sehr schön, dass wir ihn da einbringen konnten und wir dieses Laster-Regent, das wir erstmal in den Weg gelegt bekommen haben, damit eigentlich sehr schön verarbeiten. Ja, von der Frucht her, also interessant, auf jeden Fall sehr rotbeerig, Ticken marmeladig vielleicht schon, also eingekochte Früchte, aber an was es mich tatsächlich erinnert, sind Aromen, die ich aus Asien kenne, und zwar diese Yak-Frucht. Die wird auch manchmal Stinkfrucht bezeichnet. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich es erwähne oder nicht. Aber es ist eben dieser überreife Aromatik, die hier ein bisschen mitschwingt, erinnert mich tatsächlich jetzt an diese Jackfrucht, die es da auf manchen Ständen gibt. Die Leute dort übrigens sehr, sehr lieben. Ja, die futtern die ja. Es ist in Singapur und so weiter, in den Städten, in den U-Bahnen hängt immer ein Schild, keine Jagdfrucht in der U-Bahn essen, weil dann die Hälfte des Zuges rausrennt. Also es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das war jetzt zumindest, wenn man so kurz reinschnuppert, dann kommt so eine sehr überreife Komponente mit durch, die einfach wahrscheinlich auch durch den Zucker getragen ist, schätze ich mal. Ne? Das unterstreicht halt nochmal diese warme Aromatik, was vielleicht auch mit eingekochten Früchten ein bisschen zu verbinden ist. Johannisbeer, Blaubeere. Ja.
glaube, wie würdest du die Aromatik beschreiben? Also wir haben sie auch, ja. Ich finde sie vor allen Dingen sehr eben gerade in diese Richtung, ja, Johannisbeere, Stachelbeere und Pflaume vielleicht zum anderen, auch. Ja, diese Blaubeere, zumindest wenn es in diese süßliche Komponente auch noch geht. Mhm. Und ich denke mal, wie du schon gesagt hast, mit dem Marmeladigen, ja, da liege ich mir eigentlich gar nicht immer so falsch. Wir haben, wie gesagt, in dem Fall auch da eine offene Maischegärung, die wir vollziehen. Und wir halten sie natürlich relativ im Rahmen. Wir sehen auch zu, dass wir zum Gärende hin die Weine dann sehr zügig abpressen und im Tank fertig gären lassen. In dem Fall jetzt hier komplett aus dem Edelstahl, einfach um zu gucken, dass man sich irgendwo auch die Frucht beibehält. Ja, schließe ich mich eigentlich dem ganz an. Die Jagdfrucht muss sich jetzt passen, habe ich jetzt so rein vom Sensorischen her noch gar nicht so abgespeichert, aber werde mal gucken, was ich da so mache. Guck dir das mal an, ja. Dann nimmst du, wenn du nach Asien reist, dann nimmst du dir eine Flasche von dem Wein mit und kannst dann vielleicht bestätigen, ob meine Assoziation da richtig war. Was für Gärtemperaturen fährst du bei dem Wein? Also da haben wir sie eigentlich sehr schön immer wieder im Rahmen. Also wir können dementsprechend auch bei dieser Maischegärung Temperatursteuerung vornehmen. Wir sind jetzt in dem Fall immer so Größenordnung so bei knapp 26 bis 28 Grad. Also ist ja durchaus moderat für Rotwein. Genau. Nichtsdestotrotz würde ich mal den Aufschluss geben, dass da zumindest diese leicht marmeladigen Töne einfach schon mit einer Rolle spielen. Ne? Ja, ist jetzt auch durchaus süffig. Also an der Länge ist natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt. Also im Vergleich jetzt vor allem zu dem Vorgängerwein hat er natürlich jetzt auch ein bisschen schwere Sparlingspartnern, wenn wir jetzt den Orange-Wein hatten und den dein Lagen Müller-Thurgau, da ist er jetzt natürlich erstmal qualitativ wieder ein kleiner Rückschritt. Der geringste, Ja, das ist natürlich immer ein bisschen unfair, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber ich denke auch in einem Flight, wenn man es macht, muss man einfach sich auch ein Stück weit nach der Farbe orientieren, weil der natürlich, er hat jetzt nicht viel Tannine, finde ich, aber er hat auf jeden Fall schon mehr Tannine und den nach dem nochmal einen Weißwein probieren, ich glaube, da würde man jetzt dem Weißwein auch nicht mehr gerecht werden. Also deswegen, glaube ich, ist die Reihenfolge schon richtig. Aber er tut sich halt jetzt einfach ein bisschen schwer, jetzt vielleicht gegen die zwei Vorgänger unmittelbar in Konkurrenz zu treten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr gut ankommt. Also ich meine, es behaupten zwar alle von sich immer, sie trinken ausschließlich trockenen Wein, aber ich glaube, dass die Stilistik eine riesen Anzahl von Leuten anspricht. Ja. Genau, wir müssen ja tatsächlich sagen, wir holen mit diesen drei Buben eben auch durch dieses etwas andere Etikett, auf dem eben auch drei Karikaturen an verschiedenen Jungs gezeichnet ist, natürlich eher die etwas Weineinsteiger-Kategorie ab. Also alles so, was sich langsam an Wein herantastet. Der Name Drei Buben, wenn wir gerade dabei sind, das kommt tatsächlich davon, dass wir zu Hause drei Jungs sind. Meine Wenigkeit der Älteste, dann wie gesagt noch ein Mittlerer und der Jüngste, der jetzt seit diesem Jahr auch Winzer lernt. Also man sieht auch da, dass irgendwo das Winzertum wieder Einzug in der Familie hält. Und dementsprechend ist jeweils ein Wein dem jeweiligen Typen zugeordnet. Wir müssen nur sagen, dass wir, wie gesagt, oder ich lege da immer großen Wert drauf, dass ich im Zuge meiner Technikerausbildung das große Glück genießen durfte, ja, fast 2,5 Monate in Südtirol ansässig sein zu dürfen. Und ja, da auch in Kaldern direkt bei einem Weingut sehr groß und sehr viel Verantwortung übernehmen durfte. Und das war ein Weingut mit fast 90% Rotweinanteil, wo ich sagen musste, man hat natürlich erstmal diesen negativen Ruf dieses Kalderer Sees mitbekommen und hat das natürlich auch in der Schule sehr thematisch auch diskutiert. Nichtsdestotrotz ist dabei aber, denke ich mal, auch immer eine sehr schöne Weine entstanden, die es da eben zu trinken gibt. Und da habe ich meine erste Erfahrung gemacht, mit einem Rotwein leicht angekühlt zu trinken. Mhm. Und jetzt dachte ich mir halt irgendwo, natürlich bietet sich dann diese leichte Linie, dieses ja auch etwas süffige, wie du es genannt hast, wunderbar an, den Regent eben in dieser Weinlinie zu etablieren. Und wir empfehlen es wirklich unserer Kundschaft, den Wein auch mal etwas leicht angekühlt zu
probieren, dann ist es natürlich nochmal was ganz anderes im Glas. Und ich denke, gerade unter dem Aspekt, wenn man das weiß und wenn man das mal zumindest gehört hat, ist er vielleicht dann auch nochmal etwas anders zu betrachten. Ja gut, gekühlte Rotweine, ich sag mal, das passt halt, es ist in der Weinwelt wie alles eine Frage der Perspektive und Gewohnheit. Das passt halt nicht in das Bild des deutschen Weintrinkers hinein, dass man Rotweine ankühlt. Aber im Elsass ist es gang und gäbe, in Südtirol ist es gang und gäbe. Also wenn es halt ein leichter Rotwein ist und dazu zählt jetzt halt der Kalterer See oder der St. Magdalena Wein, Vernatsch, die werden natürlich gekühlt serviert dort, auch wenn es jetzt nicht so kühl ist wie Weißweine, aber 12, 14 Grad ist da jetzt nicht selten für einen Rotwein. Und das passt auch zu der Stilistik. Also und auch, also ich bin da wirklich emotionsfrei, weil ich immer sage, jeder Wein hat seine Daseinsberechtigung, solange er gekauft wird und getrunken wird. Und es kann nicht nur immer Philosophen oder Kaminwein geben. Es muss für alle Anlässe muss es was geben. Tatsächlich als eines der ersten Punkte quasi oder Ansatzpunkte, um natürlich etwas zu provozieren. Und von daher haben wir da mit dem Wein ziemlich durchgestartet, was quasi so diesen Einstiegsweinbereich angeht. Und mittlerweile muss ich sagen, haben wir dafür, dass wir eher oder eindeutig ein Weißwein-Weingut sind, haben wir mittlerweile bei diesen Weinabsatzzahlen, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit demselben aus der Weinlinie der drei Buben mit dem Weißen, mittlerweile fast auf Augenhöhe, wo ich sage, okay, leicht angekühlt, das war das Provozierende am Anfang. Man fährt auch mit diesem leicht halbtrockenen Schema bei Rot momentan vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Keineswegs in den Spitzenweinen, also da würde ich mich auch wirklich abscheulich dagegen wehren. Aber wie gesagt, gerade hier im Einstieg und auch irgendwo die Leute irgendwo erstmal an den Wein zu bringen, also müssen wir sagen, fahren wir wirklich mit diesem Wein echt interessante Erfolge. Gut, dann schauen wir uns den fünften und letzten Wein an. Das ist auch nochmal ein Regent. Im Barrique hast du drauf geschrieben, sprich auch ein Lagenwein wieder. Jetzt kommt eben dieser wasserlose Schlossberg zum Zug und Holzfass ausgebaut, das Ganze. Ja, in der Farbe, ich habe hier mittlerweile echt schlechte Lichtverhältnisse. Also er kommt mir ein bisschen satter, ein bisschen weniger violett vor. Also ich habe mal gelesen, die Schattierung des Rots hängt maßgeblich am pH-Wert ab, natürlich auch neben dem Alter. Ich denke mal, der ist ja jetzt auch 2 Jahre älter wie der andere. Das heißt, das Bläuliche verschwindet einfach dann ein bisschen und der ist schon noch auch sattfarbig. Also, aber er kommt mir jetzt nicht ganz so purpur vor, sondern also, eher geht es hier schon ins Rubinrote, ne? Purpurmäßige haben wir natürlich eher bei den etwas Jüngeren und da liegt es auch ganz richtig, dass das natürlich auch sehr dem pH-Wert geschuldet wird. Was dem Regent halt generell immer ausmacht, das ist halt dieser Farbton, müsste mich täuschen, ich glaube, das ist das Malvedin. Das ist so, dass er natürlich diese sehr interessante Farbe eben davon erhält und was sie natürlich auch dadurch eben als gewissermaßen als Alleinstellungsmerkmal immer wieder zum Hervorschein bringt. Wo dann natürlich wieder deine Anlehnung an den Dornfelder in gewissermaßen passt, weil da sind wir doch auch mit diesen Deckrotweinen beziehungsweise auch mit diesen sehr farbintensiven Rotweinen besiegt. Aber Regent ist keine Färbertraube, oder? Nee, also das definitiv nicht, sondern tatsächlich, wie du ja schon anfangs erwähnt hast, Richtung Pibi als rote Variante gedacht und also zum Einfärben, beziehungsweise um eben auch einen Rotwein. Nee, ich meinte damit, ob das Fruchtfleisch auch farbig ist oder ob das. Achso, nee, das ist auch nicht der Fall. Nee. Also, wo du jetzt natürlich, wenn du eine Dornfelder Traube hernimmst, eine Dornfelder Beere, natürlich schon gleich, wenn du sie zerdrückst, den Farbstoff mit drin hast, so ist es beim Regent nicht. Okay. Also, der Regent würde in Anführungszeichen auch relativ hell von der Kälte laufen. Bei uns ganz interessant, wir nehmen ihn einem sehr hohen Anteil eben auch gerne mit in unseren Rotling. Und da muss ich sagen, da ist er natürlich dann nach einer gewissen Maischestandzeit schon als sehr deutlicher Partner quasi spürbar in dem Wein oder optisch sehbar. Ja, also der von der Nase her, der Barrique ausgebaute Regent,
gefällt mir jetzt deutlich besser, wenn ich das so sagen darf, ist, ja, also das tut ihm einfach einen großen Gefallen, denke ich. Dieser Sauerstoffkontakt, die Holzfassaromen, davon profitiert er einfach schon sehr deutlich. Hat für mich jetzt schon auch sehr rauchige Noten. Jetzt, was war das für ein Toasting? Tatsächlich auch nur Medium Toast. Okay. Ja. Auch da, wie gesagt, aber halt eine Erstbelegung. Also okay. Ja. Also schön. Das finde ich wieder, ist eine tolle Ergänzung, was den Wein garantiert aufwertet. Ja, schöne Säure. Sehr frisch. Trotz des Holzfassausbaus wirkt er auf mich elegant. Also hat einen leichten Körper, was man ihm jetzt so von der Farbe her gar nicht zutraut. Vielleicht auch wegen dieser Fruchtopulenz auch gar nicht zutraut. Da rechnet man schon mit einem schwereren Mundgefühl. Aber er wirkt für mich jetzt eigentlich wegen der Säure schon eher auf der eleganten Seite. Ja. Also das, denke ich, zahlt sich auf jeden Fall aus, den Wein ins Holzfass zu stecken. Genau, jetzt hast du hier gar keine Analysewerte angegeben. Ist aber durchgegoren. Ne? Der ist, würde ich sagen, kann man jetzt schon aus annähernd trocken bezeichnen. Also was damit genau, also wir sind, 2-3 Gramm oder irgendwas. Genau, wir haben 2 Gramm Restzucker haben wir jetzt in dem Fall noch. Wo wir einfach sagen, bei unseren 10 Stücken, wo er jetzt als rote Variante sich ja gerade präsentiert, sind wir so, dass wir auch eher im fränkisch-trockenen Bereich sind. Also wir sind da oftmals und auch sehr gerne unter 4 Gramm Restzucker. Bin ich ein großer Fan davon. Haben wir uns auch als ja mittlerweile großes Merkmal nach außen hin so angeeignet. Und ich denke in dem Fall, wie gesagt, dem stehen jetzt knapp 5,2 Gramm Säure gegenüber, was ihm einfach jetzt auch noch nach diesen 4 Jahren oder nach den 3 Jahren da jetzt noch eine gewisse, trotzdem, ja, Frische ist vielleicht falsch, aber einfach noch dieses sehr angenehme, nicht überreife präsentiert. Ne? Ja. Ja, was mir jetzt ständig im Kopf umhergeistert ist, weil wir vorhin auch schon auf Bürgstadt zu sprechen gekommen sind. Und das, ja, da treffen sich jetzt wieder 2 Gedankengänge, die ich habe, weil eben Bürgstadt ja eben auch nicht mehr vielleicht so typisch fränkisch ist und dort eben auch Rotwein angebaut wird von höchster Qualität. Also auf was ich hinaus möchte ist, warum baut ihr in der Ecke, wenn ihr so eine tolle Mineralik habt, so einen säurebetonenden Boden, warum geht ihr da nicht mehr Richtung Spätburgunder oder Frühburgunder? Ist auf jeden Fall eines der ganz großen Aufgaben, nicht nur oder auch Herausforderungen in meinem Betrieb, sondern man merkt es auch immer wieder, dass sich gerade diese Rebsorten wie jetzt zum Beispiel Frühburgunder, Spätburgunder oder auch auf unseren sehr mächtigen und auch mineralischen Böden oftmals auch tatsächlich der Schwarzriesling immer wieder auch jetzt auch heraussticht. Für die Müllertraube, glaube ich, gell? Genau, dass man das dementsprechend sehr, sehr schön herauskitzeln kann, natürlich auch sehr zum Vorteil. Wie gesagt, in meinem Betrieb war es einfach daran gebunden, dass wir die bestehende bestockte Fläche ja so übernommen haben mit Domina Regent. Wir jetzt da aber durch einen Zukauf und auch im Zuge, wenn der Silvaner gepflanzt wird, eben so eine gleich große Fläche mit Spätburgunder bestocken werden. Ah, super. Weil wir einfach sagen, man bekommt natürlich dieses Rassige da auch sehr schön mit ins Glas. Und wir haben uns, wie gesagt, tatsächlich auch auf diesen Weg oder für diesen Weg entschlossen. Immer mehr Kollegen ziehen dem nach. Also man muss wirklich sagen, es hält Einzug. Aber man muss natürlich seine Lagen und man muss eben auch seine Parzellengenauigkeit wirklich kennen, wo da überhaupt mit Rotwein zu liebäugeln ist. Ne? Ja, aber für mich, also jetzt, ich habe jetzt ja ein paar Weine probiert, auch wo ich bei meinem Kollegen schon zu Hause war. Und ja, du hast es ja jetzt schon selber angesprochen, die Nähe zum Rheingau, auch die Sonderlage da in Bürgstadt unten. Ich meine, wenn man es zu Ende denkt, dann mündet das für mich eben in die Frage, warum nicht auf die vermeintlich beste rote Rebsorte zu setzen, weil das Potenzial, die Böden und das Wetter wäre wahrscheinlich, das Klima wäre entsprechend da. Und da denke ich mal,
würde man sich vielleicht auch neben der Enklave Bürgstadt vielleicht nochmal einen Marker setzen lassen im fränkischen Rebsortenspiegel, eben dort nochmal den Spätburgunder zu platzieren. Genau, ne? Im Prinzip als Ausgleich eben zu unserem, ja, kann man fast schon sagen, Alleinstellungsmerkmal Riesling auf diesen Böden, kann man natürlich in Richtung Rotwein da noch einiges tun. Und da wird mit Sicherheit, da stehe ich ganz auf deiner Seite, Spätburgunder auf allen vorantreten. Ja, ja. Ja. Ja, Nils, jetzt haben wir schon fast 2,5 Stunden voll. Zeit verrennt immer, gell? Verrückt. Ich kann es auch immer nicht fassen, wenn ich dann auf die Uhr schaue. Haben wir deiner Meinung nach noch was Wesentliches vergessen? Was würdest du noch gern loswerden? Naja, ich würde in dem Sinne eigentlich nur loswerden, dass mir im Großen und Ganzen immer wieder sehr einladende Winzerpersönlichkeiten in unserer Ecke, in unserer Region haben. Natürlich die Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet, sei es Frankfurt, sei es Darmstadt, Wiesbaden und desgleichen, eigentlich auch für eine kurze Distanz, für einen kurzen Tagesabstecher wunderbar geeignet ist. Wir neben den Persönlichkeiten, den Winzerpersönlichkeiten, eben auch die gewissen Lagen haben und dementsprechend auch nicht viel im Wege steht, eben diesen Abstecher bei uns nicht zu tätigen. Also wir sind doch nur sehr, wie hat unser sehr geschätzter ehemaliger Präsident der Bayerischen Landesanstalt, der Dr. Golesch, gesagt, in meinem Fall der Revoluzer oder der Querulant aus dem Freigericht. Freigericht ist in dem Fall mit Karlgrund und Spessart gleichzustellen. Also ich denke mal, es spricht für sich, dass man diese ganzen provokanten Punkte angegangen ist, gewagt hat und dementsprechend dann eben auch mit diesem Spitzname verliehen, gern dazu bereit ist, auch zu persönlichen Führungen, Verkostungen und desgleichen eben zur Verfügung steht. Also wir sind da sehr, sehr aufgeschlossen und ich denke mal, man wird in den nächsten paar Jahren auch durch eben gewisse Kollegen, unter anderem natürlich auch durch unser städtisches VDP-Weingut, was wir haben, immer wieder von uns mit Sicherheit das ein oder andere hören. Ja, ja, und meine Hörerschaft ist ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so klein, was mich sehr freut an der Stelle. Da bedanke ich mich natürlich auch für eure Treue und Interesse, aber das kann dir schon passieren oder blühen, dass der ein oder andere da vielleicht mal dann tatsächlich in deiner Ecke da aufschlägt. Ja, super, Nils. Dann würde ich sagen, mach mal den Sack an der Stelle zu. Ich bedanke mich nochmal für deine großartigen Weine. Sehr gern, jederzeit. Dankeschön. Ja, ich denke, das war wieder mal ein Gespräch mit Unterhaltungs- und Informationswert. Ihr habt sicherlich einen ganz neuen und detaillierten Einblick in die Arbeit des Winzers und seiner Denkweise erhalten. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, mit Leuten aus der Praxis, aus der realen Welt, sich in dieser Breite zu unterhalten, weil man eben immer wieder was Neues dazulernt und eben auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, wie so ein Weingut funktioniert. Wie gesagt, die nächste Ausgabe erscheint dann am 8.8. als WVLG 29 mit dem Titel Der Ursprung des Weines. Und wie schon eingangs gesagt, es wird um Georgien und Amphorenweine gehen. Das heißt, die beiden Weine, die ihr für diese Verkostung dann benötigt, wäre zum einen ein georgischer Wein. Das ist sicherlich nicht allzu leicht leider bei uns zu bekommen. Am besten besorgt ihr euch dafür einen Razzicheli aus dem Gfefri. Und Gfefri sind eben die tönenden Amphoren, wie sie in Georgien verwendet werden. Was das genau ist, erfährt ihr dann eben in der nächsten Ausgabe. Also ein Razzicheli Gfefri-Wein und einen Amphorenwein. Da geht es auch gar nicht so sehr dann darum, welcher Wein das ist oder welche Rebsorte, warum das so ist, werdet ihr dann sicherlich auch selber beim nächsten Mal erschmecken. Oder ihr bestellt die beiden Weine einfach und bequem bei mir auf meiner Podcast-Homepage weinpodcast.de.
Damit soll es für heute genug sein. Ich würde mich freuen, euch wieder beim nächsten Mal am 8.8. begrüßen zu dürfen und freue mich wieder mit euch gemeinsam Weine zu verkosten. Schaut auf meiner Online-Weinkursseite mal vorbei. Vielleicht findet ihr dort was. Ansonsten freue ich mich wie immer auf Feedback und Interaktion mit euch. Nutzt bitte auch das Forum für Fragen und Anregungen. Dann haben alle Hörer was davon. Und mit diesem frommen Wunsch verbleibe ich wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Ciao. Servus.